Webinar zur Einführung. Leseclubs und Media Labs. Media Labs wird heute die Frau Dreher für Sie ein bisschen machen lassen. Und ich werde mich ganz auf die mir lieb gewonnenen Leseclubs stürzen. So, wenn es jetzt auch noch weiterginge, wäre das natürlich wunderbar. Jetzt, Ausgangslage. Ja, wo stehen wir, was und warum? Und da kann man zunächst mal sagen, wir sind tatsächlich in einem Zeitalter, wo wir feststellen können, wow, die Kinder heutzutage haben viele, viele Möglichkeiten und verbringen ihre Freizeit mit ganz, ganz unterschiedlichen spannenden Sachen. Also Freizeitaktivitäten, das ist aus der KIM-Studie. Ich habe Ihnen nachher auch mal gezeigt, wo Sie noch weitere Informationen kriegen können. Und da sehen Sie, Fernsehen ist beliebt, sehr beliebt. Ja, Freunde treffen, drinnen spielen, Sport machen, draußen spielen. Interessant ist auch, Comic lesen und ein Buch lesen wird hier nochmal unterschieden. So. Aber auch da ist eben eine ganze Menge drin. Hier steht ja immer quasi erster Prozentwert jeden oder fast jeden Tag, zweiter Prozentwert mehrmals pro Woche. Man sieht also ein Buch lesen, ist also durchaus, ne, immer noch eine Tätigkeit, die wir häufig machen. Und man sieht aber auch ganz deutlich, dass es viele, viele andere Dinge gibt, die unsere Kinder eben auch beschäftigt. Und ich glaube, ich muss an dieser Stelle nicht nochmal deutlich machen, warum wir das lesen wollen. Sie sind ja schon engagiert an dieser Stelle, genau weil Sie wissen, dass es so wichtig ist, den Kindern diesen Leseraum zu ermöglichen. Ich denke, eine Sache, die wir vielleicht an dieser Stelle schon klären können, ist, dass wir sagen können, dass sowas, was die Kinder ja fast täglich machen, nämlich Smartboards zu bespielen in alle möglichen oder Smartphones zu bespielen in alle möglichen Varianten, eine andere Form des Lesens ist als die, die Bücher quasi hergeben. Also das, man nennt es sozusagen das schnelle und das langsame oder das oberflächliche und das tiefergehende Lesen, was tatsächlich auch mehr Arbeitsspeicher verlangt, was wirklich erst die Imagination, die wir als Faszination im Buchlesen haben, wirklich erst hergibt. Und das bedeutet, dass es Sinn macht, dass wir die Kinder irgendwie dazu kriegen, am Ende auch mit mehr Konzentration länger zu lesen. Aber wir holen sie auf einer Ebene ab, wo sie wirklich gewohnt sind, viele Dinge gleichzeitig sehr schnell halt zu erfassen und aufzunehmen. Und da, das ist die Herausforderung, die wir quasi haben an der Stelle. So, jetzt gucke ich mal, irgendwie tut sich mein Rechner damit schwer. Die Seiten. So, hier aus dem Buch Bardola, das habe ich Ihnen hinten auch mal zusammengefasst, das ist gerade jetzt im Mai, glaube ich, ganz, ganz frisch erschienen, wo eben ganz, ganz viel zusammengetragen worden ist, wie die Kinder Bücher lesen überhaupt, was wir beachten können, wie wir sie heranholen können. Ein paar Tipps habe ich Ihnen da heute auch definitiv zusammengestellt, auch aus anderen Büchern. Es ist ja schon lange auch mein Thema, wie kriegen wir Kinder zum Lesen. Und hier wurden so Kinder befragt. Und da sieht man eben schon auch im qualitativen Bereich, eben haben wir uns ja so ein bisschen die Zahlen, also die quantitativen Zahlen angeschaut. Jetzt gucken wir uns mal die qualitativen Daten an. Und da sehen wir also beim Lesen, denn es gibt in Büchern viele Dinge, die es im normalen Leben überhaupt nicht, die überhaupt nicht vorhanden sind. Oder jüngere Kinder würde ich lustige Bücher empfehlen, die machen immer am meisten Spaß. Und dazu kann ich auch ganz kurz mal erzählen, dass es tatsächlich so ist, dass Kinder, mit denen ich zusammenarbeiten darf, auch für den Leipziger Lesekompass, das sind die 6- bis 10-Jährigen, also genau diejenigen Kinder, die wir jetzt in den Leseclubs quasi auch erreichen wollen. Und da sind, also jetzt immer wieder kommt es dazu, dass Kinder sagen, ein Buch muss lustig sein. Das ist eine ganz wichtige Kategorie, spannend und eben oft auch gruselig. Also es muss irgendwie so einen Gruseleffekt geben an der Stelle, dass die Kinder da Lust haben, sich drauf einzulassen auf das Buch. Genau. Jetzt gucke ich wieder, dass ich die Seite hier, genau. Ja, irgendwie ist er entweder extrem langsam. Ich weiß nicht genau, warum ich die Seiten nicht so richtig weiterschieben kann. Vielleicht machen mehr mal das auf. Das ist wirklich schwierig. Ja, genau. Manchmal klappt es, wenn man nochmal reinklickt.
Jetzt, ah ja, genau. Hier nochmal von der One Media Study Statistik auch nochmal sehen, also was hat quasi in der Gesamtbevölkerung eigentlich so das Medium für eine Relevanz. Und hier sieht man, dass auch Erwachsene etwa 80% damit verbringen, Fernsehen zu nutzen. Immer auch noch recht häufig nebenbei allerdings das Radio, Internet ist ganz entscheidend, aber auch Books, also Bücher und Spiele und so weiter liegen bei 27-18%. Also sie sind nicht weg, aber sie sind natürlich deutlich niedriger, als wir es uns vielleicht an mancher Stelle wünschen würden. Warum mache ich das überhaupt? Warum sage ich auch was zu Erwachsenen? Weil es tatsächlich so ist, dass Studien zeigen, dass das, was wir Erwachsenen machen, eben sich auch auf Kinder abfärbt. Und eine Sache, die vielleicht an dieser Stelle schon auch gesagt werden kann, ist, wir haben häufig Frauen, die sich in der Leseförderung engagieren, weniger Männer. Wir haben auch zu Hause die Tendenz, dass Frauen eher auch das Buch in die Hand nehmen oder die Mütter und die Väter dann eher doch das Tablet oder auf jeden Fall technikaffiner sind. Und dass wir hier halt sehen, dass die Jungs sich das abgucken. Also dass sie quasi auf dem Weg zum Mann werden, ja, nicht abbiegen wollen über das Buch, weil sie das doch eher weiblich finden. Und ich denke, das ist quasi in Bezug darauf, ja, wie kriegen wir Kinder und wie kriegen wir vor allen Dingen auch Jungs, das ist ja auch für Stiftung Lesen so ein ganz wichtiger Punkt, wie kriegen wir die Jungs zum Lesen, so eine Sache, dass wir einfach erwachsene Leser haben, die lesen. So, also das kann man für Aktionen und so weiter, denke ich, versuchen mitzudenken. Ich weiß, dass das oft nicht ganz leicht ist und dass wir an dieser Stelle auch immer viel reden können, aber ich denke, auf jeden Fall ist da eine Stellschraube, an der wir drehen können, um Kinder zu kriegen. Ich habe Ihnen auf dieser Seite nochmal zusammengefasst die verschiedenen Studien zur Medienwirkung und zur Mediennutzung. Das ist also Kind, Jugend, die kleinen Kinder und die Familien, ja, also das sind die verschiedenen großen Studien. Und wenn Sie auf diese Seite des MPFS gehen, da können Sie sich sozusagen alle Studien runterladen und auch nochmal genauer angucken, wenn Sie das wollen. Ich denke, an dieser Stelle ist das gar nicht so unbedingt notwendig, dass wir da tiefer reingehen. Klar ist, dass das Buch nach wie vor eine Rolle spielt. Aber durchaus, ja, wir mindestens halten und mehr Kinder begeistern könnten für diese Sache. So, was heißt das nochmal im Resümee für uns und eben auch für die Stiftung Lesen, dass wir eben die Freizeitaktivität Lesen stärken wollen? So, und dass das bedeutet immer auch, dass die Kinder autark und ihren Bedürfnissen entsprechend zum Buch greifen dürfen. Das heißt, da geht es nicht so sehr darum, dass wir ihnen die Welt erklären oder ihnen quasi zeigen, dass das, also diese pädagogische Wichtigkeit ein bisschen zurücklassen, sondern eher in ein lustvolles Lesen kommen. Also etwas, ja, was Gemütlichkeit hervorbringt, was wirklich Lust schürt. Und das ist quasi das große Ziel und die Zugänge zum Lesen sollen dabei niedrigschwellig sein, also am besten so, dass das Kind direkt in das Buch hineinstolpern kann. Und das ist eben die Idee von Leseklubs, dass man eben nicht nur den Bibliotheken die Möglichkeit quasi gibt, da mehr an die Kinder ranzukommen, sondern dass man das über Einrichtungen macht, außerschulische Einrichtungen, die aber doch nah für die Kinder zu erreichen sind, so dass sie dort in diese Clubs hineinstolpern können. Genau, und die Antwort Leseclubs, was ist das? Das wissen Sie mittlerweile schon, sonst wären Sie heute nicht hier. Aber es ist, wie gesagt, ein Angebot von Stiftung Lesen zur Leseförderung. Mehrmals pro Woche können eben freizeitorientierte Angebote stattfinden. Was da stattfindet und wie es stattfindet, ist ganz, ganz unterschiedlich. Die Stiftung Lesen arbeitet davor vor allen Dingen mit pädagogischen Fachkräften, aber eben vor allen Dingen auch Ehrenamtlichen zusammen und bieten jedes Jahr und die Stiftung Lesen bietet, um die ganzen Angebote noch professioneller zu machen, jedes Jahr, also Weiterbildung an eine ist heute.
Genau. Und was wichtig ist an dieser Stelle, ist eben auch, dass wir Räume haben, die gemütlich sind, die zum Stöbern einladen, zum Ausleihen. Und auch dazu habe ich Ihnen heute ein paar Sachen nochmal mitgebracht. Wie kann ich so einen Leseclub eigentlich aufbauen? Also worauf muss ich achten? Also was ist sozusagen, was könnte ich mir da noch zu Herzen nehmen, dass ich da weitergehen kann? Und das Erste, worüber Stiftung Lesen ganz klar geht, sind die Medienvorlieben. Also quasi der Frage nachgehend, was glauben wir über Kinder zu wissen, welche Medienvorlieben, welche Buchvorlieben haben sie eigentlich? Und da gehen wir erstmal so generell darauf, was Buchtrends auf dem Markt so sind. Und da sieht man halt nach wie vor, dass so ein Bereich, der neu hinzugekommen ist, die sogenannten Silent Books sind, also die stillen Bücher, die ohne Sprache auskommen, die gerne mal mit Wimmelbildern auch verbunden sind, nicht immer. Also es gibt auch hervorragende Silent Books, die gar keine Wimmelbücher sind. Aber es geht halt ohne Sprache und hier wäre schon eine Frage eben auch beantwortet, was, wenn ich noch gar nicht richtig lesen kann oder wenn ich Deutsch eben nicht als Muttersprache habe und erstmal auf dem Weg bin, diese Sprache auch zu lernen. Da sind Silent Books eben auch entstanden in Lampedusa damals, als es darum ging, Kindern, die geflüchtet sind mit ihren Familien, etwas an die Hand zu geben, Bücher an die Hand zu geben, die für eine möglichst große Sprechergruppe auch genutzt werden können. Und daraus ist eine neue Buchsparte im Grunde genommen entstanden mit ganz hervorragenden Formen, die ich sehr, sehr schätze. Ich könnte Ihnen nachher auch noch mal ein paar zeigen, aber anderer Couleur, aber ich denke, dass hier definitiv auch ein Zugang da ist, niedrigschwellig den Kindern was anzubieten, wenn sie quasi noch Angst vor dem eigentlichen Lesen oder vor der Schrift haben. Das Zweite ist sozusagen auch sowas wie eine Retro-Aufmachung, also Bücher, die alt aussehen, also wie alte Bücher, wo man sagen kann, hier kommt die Materialität von Büchern eigentlich wieder ganz gut durch, dass wir eben sagen, ja, das digitale Medium ist eins, aber wie es sich anfasst und was ich damit sozusagen mache, ja, wie ich sozusagen ein Buch in die Hand nehme. Und da weiß man beispielsweise, dass das Zurückblättern, was ganz wichtig ist, auch um einen Gedanken nochmal aufzugreifen oder quasi sich auch zu memorieren, also sich zu merken, etwas ist, was wir im Buch Blättern wesentlich häufiger haben als im digitalen Medium. Im digitalen Medium, also im Scrollen, haben wir viel häufiger auch das Vorscrollen oder überhaupt die Tatsache, dass wir, wenn wir auf den Punkt schauen, längst nicht so lange Fixationszeiten haben. Das heißt, die Verarbeitungsdauer bestimmt die Verarbeitungstiefe, die deutlich niedriger ist. Heißt, wenn Sie sich vielleicht beobachten mal, bei bestimmten Tendenzen, also wenn Sie selber mal einen Text korrigieren, den Sie ausgedruckt haben und einen, den Sie vielleicht irgendwie an dem PC korrigieren, dann stellen Sie häufig fest, dass im ausgedruckten Text mehr Fehler noch zu finden sind. Und das liegt wirklich daran, dass Sie da länger dran sind. Also wir sind beim Medium Papier ist das ruhigere Medium. Und dann spielt auch nochmal eine Rolle, ob Sie jetzt wirklich Reader, also E-Books haben oder ob, quasi E-Books im Sinne von, ob Sie E-Book-Reader haben oder ob Sie über Tablets arbeiten. Tablets zum Beispiel haben wesentlich höhere Strahlfrequenzen, wo verschiedene Formen des Gedächtnisses auch nochmal, der Gedächtnisverarbeitung, der neuronalen Verarbeitung angesprochen werden. Das heißt, auf den Bildschirm zu gucken, feuert mehr und macht unruhiger auf die Dauer als das Buch. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass beispielsweise das sogenannte Blaulicht, ja, was wir über die Medien haben, dazu führt, dass wir eine permanente Aktivierung des Gehirns haben, damit auch eine permanente Dopaminausschüttung, die wir so beim Buchlesen nicht
nicht erleben. Das heißt, dieses immer wieder zurückzukommen auf das Medium, auf das Smartphone zu gucken, was wir ja bis zu 88 Mal am Tag machen, auch das weiß man heute in der aktuellen Studie, führt auch immer dazu, dass wir so einen kleinen Kick kriegen. Also wie quasi Raucher, wenn sie so einen Nikotinkick kriegen, kriegen wir so einen Mini-Kick, wenn wir auf unsere Smartphones oder ins Netz gucken, was aber auch deutlich schneller ermüdet, was dazu führt, dass wir über dieses Medium nicht so lange auf etwas schauen können. Und was wirklich eine Chance ist für das Bild oder für das Buch, ist, dass wir hier die sinnhafte Tiefe, die Muße, die wir beim Lesen brauchen und damit eben die Fähigkeit zur, es gibt mehrere Begriffe, mentalen Repräsentationen, also dass wir uns Welten vorstellen können im Schmecken, im Riechen, im Fühlen oder aber Imagination, das meint an dieser Stelle dasselbe, dass wir also lebendig machen von dem, was wir lesen, herstellen. Und das brauchen wir tatsächlich für das Romanlesen, für das Sachbuchlesen brauchen wir es in der Weise nicht so stark. Auch das ist nochmal spannend, warum wir Kinder erstmal ganz gut auch durch Sachtexte kriegen. Es ist in Bezug auf die Verarbeitungstiefe nicht ganz so intensiv. Ja, und dann gibt es die ganzen crossmedialen Themen, wo wir die Kinder abholen. Sie wissen das, also Star Wars ist quasi so, Minions und so weiter sind so Themen, ja, wo gesagt wird, und das sagt ja auch ein Junge so schön da in dem Interview, wenn wir mehr auf die Themen, die uns interessieren, drauf gebracht werden, dann werden wir schon auch lesen. Dann gibt es sozusagen Themen, das ist ganz spannend und auch für mich, ich weiß nicht, ob Sie vom Kimi-Siegel schon gehört haben, das Siegel für Vielfalt in Kinderbüchern. Da geht es auch eben um Themen, die so eine Sensitivität für bestimmte schwierige Themen hervorbringen. Wenn die Kinder etwas älter werden, dann wollen sie sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Interessanterweise werden diese Themen aber von den Erwachsenen oder von den Eltern oft abgelehnt. Also wenn die in die Bücherei gehen oder in die Buchhandlung und sagen, hier, ich suche noch was für mein Kind, ja, was auch schon falsch ist, also dieses, ich gebe dir mal, schenk dir mal eben ein Buch, ja, funktioniert so leider nicht, weil die Bücherwelt viel zu groß ist, als dass man irgendein Buch seinem Kind schenken sollte, sondern möglichst immer mit ihm zusammen. Und da steht natürlich auch eine Chance im Leseklub, dass das Kind einfach unfassbar gut autark ist in dem, was es sich aussucht. Genau, und da ist tatsächlich sowas wie Tod, Krankheit, aber eben insbesondere, und das trifft so unsere Altersgruppe ganz gut, so der erste Kuss, ja, so mal heimlich, so schmökern, wie könnte das denn sein und wie könnte das gehen, das fängt so langsam an. Und dann gibt es quasi so ein Vorleben, also so Vorlesen, wie geht das denn? Und das ist halt auch so ein Punkt. Dystopien sind Thema, die sind in unserer Altersgruppe jetzt, geht das gerade erst los, so, aber wird zunehmend wichtig. Auch Reime, also Bücher, die mit gut gemachten Reimen oder mit Witz einfach daherkommen, sind etwas, was beliebt gerade ist, aber was eben auch durchaus interessant sein können. Und jetzt komme ich eben zu diesem Thema MINT-Themen, also Sachbuchorientierung ist etwas, wo wir definitiv auch Jungen mitkriegen können, aber auch Mädchen und vor allen Dingen auch wenig Leser und auch Leser, die sich quasi generell im Lernen schwer tun, weil dieses Verständnis eines Fakts ist leichter zu rezipieren als wirklich der Aufbau einer Geschichte, eines Erzählstrangs, eines Spannungsbogens, die Entfaltung von Protagonisten an der Stelle, die ästhetische Wahrnehmung der Sprachform und so weiter. Das fällt bei Sachthemen tatsächlich weg und die Verarbeitungstiefe ist geringer. Das heißt, ich brauche auch weniger Aufmerksamkeit, um in einen Sachtext zu kommen, der oft und gerne in dem Alter und auch ist auch gut so mit Bildern untermalt ist, so dass ich da also den Kindern einen guten Einstieg bringen kann. Aber es gibt durchaus, und das finde ich halt auch ganz spannend, immer wieder auch so diese Möglichkeit der Identifikation auch mit Sachthemen, indem wir einen Protagonisten haben. Also Greta zum Beispiel, ne, die dann so die verschiedenen Umweltthemen erklärt oder eben verschiedene andere so als ein
Menschen, der den Kindern quasi ins Gesicht guckt, den man leiden können möchte, den man mag, also quasi der YouTuber unter den Romanfiguren, der dich da durch die, der uns da durch die Welt zieht, der, das ist das, was die Kinder da an dieser Stelle so ein bisschen suchen und auch noch brauchen. Wichtig ist auch, dann komme ich aber auch nochmal an anderer Stelle dazu, dass wir nicht zu viele gleichzeitige Erzählstränge haben. Also es ist immer gut, quasi einen zu haben, der die Kinder dann so ein Stück weit durchführt. Ganz schön sind auch Serien tatsächlich und auch das spielt ja bei Ihnen eine große Rolle, weil wenn die erstmal einmal angefangen haben, dann kennen sie den Kontext und dann ist es wie Freundschaften bilden. Wir nennen das parasoziale Interaktion. Ja, also diejenigen, die ich finde, also bei meiner Tochter war es halt Lotta, nee, wie hieß das noch? Doch, Lotta-Leben, genau, Lotta-Leben, die sie wirklich lange verfolgt hat. Und ja, ich hätte mir natürlich auch anderes gewünscht, aber diese Leichtigkeit, diese luftige, das luftige Layout, immer wieder auch innehalten, sich die Bilder angucken, der Witz und so weiter, hat da einfach überzeugt. So, und ich kann gut nachvollziehen und gleichzeitig führt es dazu, dass so dieses, ich ziehe mich zurück und lese eine Runde und verziehe mich auf mein Zimmer und bin mal ganz still, eben doch genau diesen Genuss ausgelöst hat am Ende. Interaktive Bücher, direkte Leseansprache, Mitmachimpulse, das ist auch noch ganz spannend. Wir haben für dieses Alter halt sowas wie Exit Room. Diese Exit Room-Geschichten sind ja quasi, ich weiß gar nicht, in den 90ern irgendwie in London entstanden und gibt es auch mittlerweile in allen großen Städten, wo man quasi in einen Raum geht, irgendwelche Rätsel lösen muss und dann halt weitergehen kann. Und da gibt es jetzt auch Buchkonzepte, die brauchen sich quasi auf. Also ich kaufe ein Buch, das zerbastel ich total und am Ende ist es halt ausgebastelt und ich kann damit was machen. Dann Graphic Novels, wo ich jetzt, es gibt eine schöne Diskussion darüber, ob wir Comic und Graphic Novels, ob das dasselbe ist oder nicht oder wie oder was, das wollen wir gar nicht aufmachen, aber klar ist, dass quasi dieser Einstieg in das Bild, aber auch da gebe ich Ihnen noch mal ein paar Sachen nachher vor, ganz viel positive Effekte hat für die Kinder, wo wir sie gut kriegen und Comics sind einfach beliebt und ich glaube, ich bleibe mal beim Glauben, vielleicht weiß ich es aber auch, mal gucken, besser als ihr Ruf. Und dann Diversität halt auch als Form, wo ich so sagen kann oder wo ich halt auch gerade dran bin in der anderen Jury-Tätigkeit, merke, dass wir Bücher brauchen, wo Kinder sich in ihren verschiedenen Konstellationen, sei es Familienkonstellationen, Mama trennt sich von Papa oder Gleichgeschlechtlichkeit in Familien, People of Color, Gewalt, also diese ganzen Themen, mit denen Kindern eben oder Krankheiten, mit denen ich als Kind klarkommen muss, dass das was ist, was eben lange Zeit viel zu wenig vorkommt und wo Kinder aber wirklich auch sogenannte Identitätsschablonen brauchen, also Identitätskonstruktionen in Kinderbüchern, also wo sie halt wirklich etwas haben, wo sie Antworten auf ihre Fragen finden und auf ihre persönliche Lebenslage. Genau, und jetzt habe ich mal so ein paar Sachen zusammengestellt, wo Sie mal überlegen können, mein Gott, was kenne ich denn, was mag ich denn? Ich schicke Sie nachher auch mal in die sogenannte Breakout-Session. Das heißt, Sie kommen einfach in einen anderen digitalen Raum, wo Sie sich mit 4, 5 anderen mal austauschen können. Und da wäre so für mich die erste Frage, was hiervon kenne ich eigentlich und was soll das? Also macht es Sinn, ja, ein Star Wars Comic anzubieten oder Minecraft, habe ich damit gute Erfahrungen gemacht, wie gehe ich damit um oder Montana Black vom Junkie zum YouTuber. Ich erinnere mich an eine Geschichte Anfang Januar, wo wir in einer Familienfeier halt auf dem Weg zu einer Familienfeier waren und auch in einem Hotel übernachten mussten und meine 11-jährige Tochter mich fragte, Mama, sind in dem Hotel dann auch Berühmtheiten? Und dann habe ich eben nachgefragt, ja, was meinst du denn mit Berühmtheiten? Und habe halt gedacht, okay, irgendein Sänger oder
vielleicht, beim Maler hört es dann wahrscheinlich schon auf. Also ich habe ja jetzt eher so an Sänger und etc. gedacht und sie sagte, oder Autor, und sie sagte, naja, so YouTuber und Influencer. So, und da musste ich halt erstmal lachen, weil ich halt im Leben ja das nicht als Berühmtheit sehen würde. Aber man merkt eben, dass diese YouTuber-Generation etwas ist, wo sie eine ganz andere, ein ganz anderes Narrativ haben, ja, mit dem sie aufwachsen. Superhelden, ganz wichtiges Thema, und zwar für beide Geschlechter oder für alle Geschlechter, müssen wir das ja nicht nur binär quasi betrachten, wo es immer darum geht, okay, ja, hier fühle ich mich gut, ja, hier habe ich eine Welt, die ich retten kann, in der ich nützlich bin, in die ich mich hineinbringen kann, und tatsächlich auch eine Schablone wie im Märchen zwischen Gut und Böse. Also ich kann moralisch hier die Welt tatsächlich lernen, normativ auch zu durchschauen. So, und die Identifikation mit Superhelden ist da, wobei die nie perfekt sein dürfen. Also die Entlastung, die ich spüre, dass auch ein Superheld einen Knall hat, ist einfach perfekt. Ja, also es ist so wie eben das Lästern über die Nachbarin oder irgendjemanden, der das Leben quasi auch nicht leichter von der Hand geht als mir selbst. So, und das haben Kinder halt auch. Auch das können wir in der Rezeptionsforschung relativ nachweisen, dass das so ist. Aber das ist eben auch ganz klar eins, worauf Stiftung Lesen setzt, dass wir in dem Segment, wo wir niedrigschwellig Kindern etwas anbieten, hier über die Identifikation mit eben Helden gehen und über das Wissen, was sie uns sozusagen über die Welt schenken. Comicromane, Graphic Novels und Manga sind ebenfalls ganz beliebte Formen. Ja, und da gehe ich an anderer Stelle nochmal ein, was sie denn an Vorteil eigentlich bringen. Und wir sehen also, dass wir gerade im Graphic Novel-Bereich einfach eine unfassbar geniale Form haben, wo wir halt den Kindern schwierigen Stoff auf eine Weise oder in einer Textsorte oder in einem Genre näher bringen können, was wir mit keinem Fließtext quasi schaffen. Und genau, und ich kann auch noch was dazu sagen, dass die Rezeption von quasi Text und Bild, ja, die ja ineinander übergeht und die ja wirklich parallel immer wieder miteinander verwoben werden muss, weil ich beides brauche. Also der Text in einem Comic bezieht sich immer auch auf das Bild. Das heißt, ich habe eigentlich eine relativ hohe einen hohen Anspruch auch an die Rezeption, weil ich immer über zwei Kanäle meine Information speisen muss und damit durchaus eine Form von ästhetischer Bildung und einer bestimmten Form des Narrativen, ja, die ich dort erlerne dabei. Rekorde sind beliebt. Wimmelbücher, ja, durchaus auch etwas, wo man reingehen kann. Dann diese Makerspace und Co-Geschichten. Ich denke, das ist was ganz Wichtiges auch um Kinder, die wir kriegen wollen, ja, zum Lesen irgendwie reinzubringen. Und da geht es halt darum, dass ich quasi lese, weil ich was anderes eigentlich will. Das sind wie Bedienungsanleitungen für bestimmte andere Sachen, die ich halt auf alles legen kann, auf Rezepte, auf Schreiben, also Handlettering, ne, schön schreiben. Auch das ist ja was über die letzten Jahre, kann man jetzt schon sagen, ganz beliebt ist bei den Kindern, gerade bei den Mädchen, da was zu machen. Aber auch YouTube oder irgendwelche Knobeleien oder optischen Täuschungen auf den Weg zu bringen. Da denke ich, ist eine ganze Menge wirklich rauszuholen, wo Kinder zu greifen. Es ist ja so eine Art Sachbuch für kreatives Überleben, ja, so indem ich mich da ausprobiere. Und leicht zu lesen, auch nochmal wichtig, also in einfacher Sprache, die ja ursprünglich eben für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen halt entwickelt wurde, wo die Texte vereinfacht sind, gibt es mittlerweile aber auch großartige Bücher, die für verschiedene Zielgruppen einfach gemacht sind, wo wir halt sagen können, okay, da lässt sich halt auch eine ganze Menge halt
ja, für die Kinder anbieten. Die Texte sind kurz, die Sätze sind kurz. Und damit kommen Kinder schneller in einen für sie verständlichen Lesegenuss. Und hier habe ich noch mehr Sachen. Auch für ältere Grüne Gurken ist ein wunderbares Buch. Kann ich Ihnen auch sehr empfehlen. Ist auch wirklich witzig. Ja, durch den Text, den ich habe und gleichzeitig ständig durch wirklich lustige Grafiken, die mir quasi was zeigen. Warum ist das witzig? Weil es so ein bisschen aufs Korn nimmt, dass wir eigentlich in das im metrisierten Weltleben hat. Das heißt, dass wenn wir irgendwo essen gehen wollen, dann gucken wir erstmal im Netz nach, wie viele Sterne das Restaurant hat und entscheiden quasi daran, metrisieren quasi daran, ob es was ist oder nicht. Und damit haben wir tatsächlich die Situation, dass wir alles, was wir machen, versuchen in Zahlen auszudrücken. Und dieses Grüne Gurken-Buch, wo es um ein junges Mädchen geht, macht das so ein Stück weit. Aber auch andere Sachen, Power People, ja, also Stories for Boys, Who Dare to be Different, das sind so Bücher, die sind kurzweilig, das sind coole Kids. Ganz frisch erschienen ist dieses Buch jetzt für, habe ich ihn auch mal mitgebracht, Young Rebels, 25 Jugendliche, die die Welt verändern. Ja, also dieses Konzept scheint wirklich aufzugehen und es ist quasi der Superheld der Stunde. Also etwas, wo ich sagen kann, boah, das will ich auch. Ja, da mache ich mit. Ich kann was bewegen. Und da haben wir ja eine ganz große Formbuch rein, ja, die quasi gerade dazu da, wenn ich schon drin bin und wenn ich mich jetzt schon in den Kontext begraben habe und anfange, Sie kennen das selber, dass Sie 10 Seiten, bevor das Buch vorbei ist, sagen, oh, ich will aber noch nicht aufhören, ja, und dann merken, dass da noch was und froh sind, wenn der nächste Band erschienen ist. Und das geht Kindern eben genauso. Und wenn wir sie dann schon erstmal dabei haben mit einer Sache, dann geht es auch lustig weiter. Ja, das ist so das, was Stiftung Lesen anbietet und vielleicht auch, warum sie es so tun. Trotzdem interessiert mich halt ganz wirklich, ja, was nehmen Sie wie wahr und welche Bücher, mit welchen Büchern können Sie was anfangen, mit welchen nichts? Wo sind vielleicht Ihre Bauchschmerzen oder wo haben Sie super gute Erfahrungen gemacht? Das können Sie gleich in den Sessions mal auch für sich erkunden. Komme ich jetzt zu der Frage, ja, wie Kinder Bücher lesen, und das ist ja wichtig, weil die Aufgabe oder ja, sie sind, denke ich, genauso wie ich ja irgendwie da, dass wir Kinder für das, was wir selber total gerne tun und was wir auch für wichtig und richtig halten, zu begeistern. Und da gibt es sozusagen erstmal aus dem Buch, wie Kinder Bücher lesen, so Rechte der Leser, und vielleicht ist das ja was, was man so nachmachen kann oder wo man mit einer Gruppe von Kids auch sagen kann, okay, welche Rechte als Leser habe ich denn? Also man darf lesen, was man möchte. Man muss Bücher nicht zu Ende lesen. Ich würde schon sagen, wenn es zum Alter passt, wer entscheidet das? Man könnte ja auch sagen, und ich entscheide, ob es zu meinem Alter passt und ob es mir auch nicht zu bösartig ist. Also das erlebe ich halt auch immer wieder. Ich hatte die Situation, ja, kann eben auch immer mal wieder aus dem Nähkästchen plaudern, dass ich meiner Tochter eine Geschichte vorgelesen habe von einem Mädchen, was in Brasilien auf der Straße lebt, Straßenkinder, ich weiß nicht genau mehr, wie es heißt, aber es ist aus dem wunderbaren Verlag Baobab. Und ich fing an, das vorzulesen, und die erste Szene ging schon damit los, dass sie von ihrer Mutter quasi verhauen wurde und es stand verdroschen. Und dann las ich noch ein paar Zeilen weiter, bin aber über die erste Seite nicht hinausgekommen, und sie sagte, Mama, das Buch will ich nicht vorgelesen haben. Und ich war schon ganz neugierig und wollte das unbedingt weiterlesen und fragte dann aber, hey Mensch, warum denn nicht? Und was, ne, ist doch, und sie sagte, das ist mir einfach zu gruselig. Und dann fragte ich, naja, aber ne, Märchen sind doch noch viel gruseliger. Und sie sagte, ja, aber das sind Märchen, das, was du mir hier vorliest, ist ja echt. Und das fand ich halt auch spannend. Also das war damals, glaube ich, 9 oder 10, als ich ihr das versucht habe vorzulesen. Und das zeigt mir halt, dass, ja, also, ne, dass Kinder selber entscheiden, wie viel sie von was wirklich ertragen können und wollen.
Man muss Bücher nicht zu Ende lesen, man muss keine Bücher lesen, die einem nicht gefallen. Man darf seine Meinung zu Büchern äußern, also sie bewerten, sollte aber möglichst fair sein. Man darf der Autorin vielleicht auch eine Nachricht schreiben, man darf sich von Büchern auf Ideen bringen lassen. Man darf in allen Positionen lesen, man darf so viel lesen, wie man möchte. Man darf für sich selbst zu Büchern etwas dazu erfinden und seiner Fantasie freien Lauf lassen. Da sehen Sie nachher auch noch mal so ein paar Sachen, die ich Ihnen vorbereitet habe. Man darf anderen Menschen Bücher empfehlen. Man darf über ein Buch lachen, wenn es lustig ist und überhaupt ganz persönlich auf Bücher reagieren. Also ich finde, sowas könnte man zum Beispiel mit Kindern zusammen entwickeln und sie vielleicht damit sogar begeistern. Der nächste Punkt, wie gesagt, wir haben, wenn wir uns die Lesesozialisation von Mädchen und Jungen angucken, dann wird klar, wir verlieren die Jungs. So, und das ist natürlich schade. Woran liegt das? Also, einmal ist Lesen eben tatsächlich, wird als falsche Abbiegespur Richtung Männlichkeit verstanden. Und das liegt ein Stück weit daran, wen sieht der Junge vor sich und was tut der Junge oder der Mann dann in diesem Fall. Und das gucke ich mir ab. Bedeutet möglicherweise, dass wir gucken sollten, mehr engagierte eben Jungs und Männer in die Leseclub-Welt zu bekommen. Ja, also soll überhaupt nicht despektierlich gemeint sein, sondern es sind halt Überlegungen, wo wir sagen müssen, okay, wie können wir mit den Ergebnissen, die wir haben, aus der Wissenschaft letztlich umgehen? Der nächste Punkt ist, Jungen lernen auch, wer die Vorzüge eines neuen Handys kennt, kann dort mitreden. Wer weiß, worum es in einem neuen Kinderbuch geht, hätte was zwar etwas zu sagen, aber dabei hört ihm im Zweifelsfall niemand zu. Heißt also, Jungs, die lesen, finden gar nicht so viel Community mit anderen. Und da, finde ich, ist halt auch die Überlegung, dass Jungs im Tandem kommen und ne, zusammen dann so als Jungsgruppe da vielleicht lesen, eine Idee, dass man da was ja zusammen auf die Beine stellt, dass so zwei dasselbe Buch lesen und sich dann darüber austauschen, was dann so eine Jungsgang eben auch sein kann. Also so ein bisschen wie Club der Toten Dichter, nur eben deutlich niedrigschwelliger, aber darüber entsteht eine Identifikation, wir sind cool, wir lesen. So. Jungs greifen eher zu Sachbüchern und Comics, weniger zu zusammenhängenden Geschichten. Ich denke, da bieten wir oder Stiftung Lesen in Bezug auf das, was angeboten wird, extrem viel an. Jungs reizen elektronische Medien mehr und da kann man eben auch wieder eben gucken, was bietet das Media Lab an dieser Stelle und was können wir in den Leseclubs tun, um so ein Stück weit auch das Medium als etwas, was interessiert, mit reinholen. Ich gebe Ihnen nachher auch noch mal ein paar Tipps, was gerade so vielleicht auch ganz spannend sein könnte, was man noch mit reinbringen könnte. Und was ich auch ganz spannend fand, das sagte Frau Gabe mal im Julit in der Aufgabe 2.3, da sagte sie, Mädchen üben sich in sozialen Interaktionen, Jungs in Themen wie Macht und Herrschaft. Also wenn man so guckt, worum geht's Mädchen, dann sind es wohl eher Themen wie soziale Interaktionen und Jungs eher, wie erlange ich Macht und wie komme ich zur Herrschaft, was sie in Themen interessiert. Erwartung an Geschichten, junge Leser integrieren das Gelesene leichter in ihr eigenes Leben, sie verbinden Erlesenes und Gelebtes miteinander. Das tun wir auch, aber bei Kindern ist das ein Bedürfnis, darüber auch zu reden. Und das haben wir eigentlich in jeder Lesesituation, wenn wir vorlesen, dass gerade die jüngeren Kinder immer sofort kommen, ich kenne aus meiner Geschichte das und das. Und das ist, denke ich, etwas, was immer vorgehen sollte, dass sie dann die Möglichkeit haben, darüber zu reden. Es soll also nie darum gehen, ein Buch zu Ende zu lesen, sondern eben dadurch immer in den Dialog zu kommen und zu sagen, erzähl mal. Ja, und dieses Gefühl von, wow, das Buch geht mich ja was an. Ja, es macht ja etwas mit mir. Und wenn es Erinnerungen hervorruft, die ich auf einmal spüren kann und erleben kann, dann bin ich da ja genau richtig, ist, glaube ich, etwas, was wir gut nutzen können. Und
Es ist nicht nur so, dass sie das leichter verbinden, sondern sie erwarten das auch, ja, dass Geschichten etwas mit ihnen zu tun haben. Also sie berühren und dass sie selbst sich irgendwie darin wiederfinden. Und das ist eben auch ein Grund, eben zum Beispiel auf Vielfalt zu gucken. Junge Leser wollen Blickkontakt. Ja, das finde ich auch ganz spannend bei der Buchauswahl, dass eine Figur irgendwie da drin ist, die das Kind anschaut, also die quasi es einlädt, in dieses Buch zu kommen. Und bei Texten geht es eben darum, möglichst lebensnahe Figuren, sinnliche Beschreibungen und vor allen Dingen auch Dialoge noch zu haben, die im Direkten dann einfach für die Kinder vorhanden sind. Dann eben heldenhafte Schwächen sind erwünscht und Erfahrungen erwünscht, die eben, wie gesagt, noch nicht, über die noch nicht gesprochen werden kann. Also der erste Kuss oder vielleicht entdecke ich auch, dass ich irgendwie doch Gleichgeschlechtliches erstmal ganz spannend finde und das in mir schon anfängt zu kribbeln, also zumindest so ab 10, 11, 12. Also da zu gucken, was sind eigentlich so die Themen der Kinder. Ich finde, da ist eine echte Chance. Was sind die Themen der Kinder, über die sie mit uns Erwachsenen nicht mehr reden wollen? Dann natürlich auch die Frage, warum steigen Kinder beim Lesen wieder aus? Und da weiß man, dass zu viele parallele Handlungsstränge ein Problem sind. Also wenn die Geschichte zu komplex wird oder die Sätze am Anfang schon sehr verschachtelt sind, wir haben die Chance im Deutschen das zu tun, sollten wir in Kinderbüchern noch nicht so sehr nutzen, wenn wir die Kinder dabei behalten sollten. Also wir können ganz sicher mit Thomas Mann im Zauberberg gut etwas anfangen und sind auch begeistert, wie die Sätze aufgebaut werden und wir quasi atemlos werden. Aber für Kinder ist das noch etwas, wo sie, glaube ich, ja, oder wo sie uns auch ganz deutlich zeigen, das ist ihnen nichts. Spannende Einstiege, also es muss irgendwie spannend sein, Figuren, die sich zur Identifikation eignen, müssen auch früh vorkommen. Also es darf auch nicht erst irgendwann anfangen, dass die Figur dann auftaucht. Emotional, also dieses, ja, lustig geht, ist ja eine Emotion, die schnell entsteht und die auch irgendwie seicht ist. Deswegen kommt das von Kindern auch immer wieder, aber dann auch irgendwie angespannt, gruselig, ja, und irgendwann darf es dann auch mal traurig sein und so weiter. Aber erstmal muss quasi eine Involviertheit entstehen. Kurze Kapitel sind beliebt bei Kindern, klar, weil sie dadurch quasi sowas wie, ich habe es geschafft. Und Illustrationen, die das Ganze luftig machen, da habe ich auch noch mal ein bisschen mehr dazu da, wie man also sozusagen auch Bücher ausstellen kann. Und das ist quasi auch etwas, was ganz spannend ist. Es gibt also Studien oder eine Studie, die halt geguckt hat, wonach greift das Kind im Buch. Und da ist halt ganz klar ein einfarbiges Buch, also ein langweiliges Cover, einfarbig, wird von Kindern sofort, also wird übersehen. So, das heißt, da muss schon auch was drauf sein, aber es darf auch nicht zu viel sein und schon gar nichts Pädagogisches im Sinne fördert die phonologische Bewusstheit oder irgendwas, also auf keinen Fall. Ja, sondern es muss irgendwas Cooles sein, was die Kinder dann irgendwie anspricht. Schön ist aber auch zu wissen, dass eben sogenannte Illustrationen natürlich zum einen auch das Dekodieren, also das Verstehen fördern, zum anderen aber auch einfach eine Lesepause machen. Also bevor der Kopf raucht, halte ich kurz inne, gucke mir das Bild an und arbeite weiter. Ja, also Lesen ist ja keine Kompetenz, die in unsere Gene eingeschrieben ist. Also ist nicht epigenetisch angelegt, sondern wir müssen sie uns hart erarbeiten. Vielleicht sind spätere Generationen, ja, für die wir jetzt vorarbeiten, dazu in der Lage. Für uns ist es eine Kulturtechnik. Das heißt, in unseren Genen ist da nichts zu finden und wir nutzen halt ganz unterschiedliche Kompetenzen, um zu diesem unglaublichen Genuss zu kommen. Wann greifen die Kinder zum Buch? Eben auch nochmal, wie viel Text hat das Buch? Also es darf nicht zu viel sein. Das Cover entscheidet, sind Bilder im Buch, ist die Schrift gut lesbar und ist das Layout aufgelockert? Ne? Da habe ich eben gerade schon gesagt, ich gehe noch mal ein bisschen tiefer drauf ein. Das mache ich eben auch hier. Also sowas wie Flattersatz, nicht zu viele Worttrennungen, Absätze für Atempausen, Weißräume, also Dinge, auf denen eben nichts zu sehen ist. Also wenn das schön übersichtlich gestaltet ist, auch ich finde gerade, mir, das geht mir selber auch so, wenn ein Buch zu sehr an den Rand gesetzt ist mit dem Blocksatz, dann ist das oft was, wo ich selber auch gerne mal das Buch wieder zumache, weil es mich einfach nicht anspricht. Auch die Tatsache, dass eine Seite zu rau ist. Es gibt Bücher, die sind auf recht hartem Raupapier gemacht. Also ich muss nicht
also es muss keine Bleichung stattgefunden haben, aber ich mag es doch auch ganz gern, dort ein ästhetisch ansprechendes zu haben. Auch das finde ich ganz interessant. Nicht zu klein die Schriftgröße und auch der Zeilenabstand. Ja, man muss da sozusagen noch durchflutschen können mit den Augen, ist gerade für wenig Leser ganz wichtig. Was machen Kinder? Sie lieben eben Comic und Co. Beispielsweise, weil die Sprechblasenschrift oft in Großbuchstaben ist, kleine Textmengen da sind, klar unterscheidbare Charaktere auch identifizierbar sind. Wir haben eben die wörtliche Rede, etwas, was eben noch in der mündlichen Sprache verhaftet ist. Wir haben Bildinformationen, die mir helfen, und die Lesedauer ist kürzer. Ja, die Möglichkeiten der Serien habe ich Ihnen schon genannt, dass das was ist, was ganz wichtig ist, weil wenn die Kinder erstmal drin sind, dass sie eben ihre Freunde auch wieder treffen wollen, so übersetze ich das mal, dann Themen eben eintauchen in die Welt der Möglichkeiten, also sowas wie erste Liebe, erster Kuss, irgendwas, ja, oder eben Dinge, über die Kinder nicht sprechen wollen. Und hier ist quasi dieses Vorleben, dieses schon mal Ausprobieren in Gedanken, wie könnte das dann sein und wie fühlt sich das dann an und so weiter. Da steckt schon, und das geht so mit 11, 12 definitiv los oder auch schon mit 10, dass die Kinder gerne mal wissen wollen, was ist denn da zu finden. Dann dieses Sensitivity Reading oder eben, ne, also etwas, wo wir bestimmte Themen aufbereiten, Kimi Siegel für Vielfalt in Kinderbüchern, wo es darum geht, eben sowas wie Tod oder Krankheit oder People of Color oder Familienkonstellation, Umweltthemen haben, also wo wir sensitiv auf unsere Umgebung einwirken und eben auch Sachtexte, das hatte ich schon gesagt, warum die so wichtig sind oder warum sie so einen hervorragenden Einstieg eben in das Lesen ermöglichen. Was noch ganz spannend ist, was Sie sich quasi zusätzlich mal anschauen könnten, sind, und da geht es so ein bisschen dann auch schon über, eben in die Media Labs, ja, wo es darum geht, eben auch sich auszuprobieren in der Medienwelt, von eigene Videos machen bis hin zu Filmen, bis hin zu Hörgeschichten etc. Und hier gibt es so verschiedene Ansätze, wo man eben weiß, dass Kinder eben gerne auch mit dem Smartphone chatten. Und es gibt sogenannte Chatgeschichten. Da kann man sich anmelden bei Hoop zum Beispiel. Und dann kriegt man halt wirklich so eine Geschichte. Also bei der Lifeline-App weiß ich zum Beispiel, da ist man dann quasi als Adressat angeschrieben von einem Astronauten, der jetzt gerade auf dem Planeten gelandet ist, und man selbst ist halt der Einzige, mit dem er jetzt noch Kontakt hat zur Welt, und da baut sich schnell eine Spannung auf, also wo ja man dann ihm einen Hinweis oder irgendwas geben muss und er erzählt dann eben von dem, was da oben passiert. Also probieren Sie es mal aus, das fetzt. Also das ist wirklich ganz interessant und hat eben so eine Chatsprache, und die Kinder können richtig bei Hooked, also richtig auch so ein bisschen süchtig danach werden. Es unterstützt halt diese Chat-Geschichte quasi noch mehr, aber gleichzeitig holen wir sie durch diese Chat-Geschichten halt auch ab. Und Fanfiction finde ich auch ganz spannend. Das sind halt so diese Möglichkeiten, oder gehen Sie mal auf fanfiction.de, wo man Lesen und Schreiben miteinander verbindet, also wo eben auch die Geschichte zu eigenen gemacht wird, indem ich halt die Geschichte selber weiterspinne oder neu spinne und so weiter. Und da gibt es eine ganze Menge, wo dann quasi aus den, ich bin Fan von einem Buch und schreibe es quasi selber auch weiter und mit, dann tatsächlich auch eigene Self-Publishing-Geschichten entstanden sind und teilweise auch Verlage sich dann Ideen da von den Kindern geholt haben. Also eine spannende Community, die gar nicht so klein ist und wo man auch mal gucken kann, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der zum Lesen eher über das Schreiben kommt. Also ja, Bock hat eigentlich selber gleich zu schreiben, wo ich auch denke, ja, da steckt auch auf jeden Fall ein Potenzial drin.
Genau, und jetzt einfach nur noch mal als Letztes, wo ich schon so ein bisschen auch übergehe in die neue Form, okay, was bieten eigentlich so diese verschiedenen Medien? Und das Medium ist ja sozusagen erstmal nur der Träger für bestimmte Inhalte, ist aber durch das Medium und seine Potenziale irgendwo auch eben, also bietet es Möglichkeiten und möglicherweise auch Grenzen. Und da kann man eben sagen, Printmedium, da ist das Interaktive eher erstmal weniger gegeben als in den neuen Medien. Und deswegen sind eben so Smartphone-Geschichten auch so spannend, weil ich sofort ja mit Träger dieser Geschichte werde. Und genau, die Sprachlästigkeit ist halt hoch, währenddessen sie bei audiovisuellen, also beim Fernsehen eher geringer ist und so weiter, aber auch schon beim Comic nicht mehr so stark ist und so weiter. Also was ich Ihnen zeigen will, dass man jedes Medium in Bezug darauf, also wie viel erwartet es von der Sprache, also von der Sprachkompetenz und wie viel gibt es dann aber auch als Förderpotenzial zurück, recht unterschiedlich eben in Bezug auf die Interaktivität, auf die Sprachlastigkeit, auf die konzeptionelle Schriftlichkeit. Also ist es jetzt eher mündlich-sprachlich angelegt wie ein Chat oder schriftlich-sprachlich wie ein Monolog, also ein Roman ist da quasi ein sehr schriftsprachliches Medium. Dann Aufmerksamkeit, also wie viel brauche ich, wie groß ist die Spanne, die ich brauche dafür, um das noch zu verstehen, und sind Rezeptionswiederholungen überhaupt möglich? Ja, also auch da kann man, denke ich, aus dieser Matrix kann man ein bisschen was ableiten. So, genau, und als Letztes noch dieses schöne Buch, wie Kinder Bücher lesen. Gerade frisch erschienen, kann ich sehr empfehlen, da mal reinzugucken. Einiges habe ich daraus genommen. Es gibt noch andere Bücher. Ich habe Ihnen ein paar auch noch mitgebracht, falls Sie noch mal so ein paar Bücher von mir sehen wollen, die vielleicht ganz spannend sind. Ansonsten würde ich jetzt meinen Bildschirm hier im Teilen wieder stoppen und rausgehen. Und ja. Ich freue mich, ganz viele Namen jetzt zu lesen, schwarz auf weiß sozusagen oder weiß auf schwarz, und würde jetzt einfach mal die Breakout-Session anbieten, wo Sie erstmal, oder machen wir es anders, gibt es Rückfragen direkt? Ja, direkt zum Vortrag vielleicht die eine oder andere Frage. Manchmal trauen sich einige auch noch nicht so richtig, ja, sind ja doch viele Fremde, die man gar nicht richtig sieht. In diesem Fall, und wir haben jetzt auch wirklich 35 Teilnehmer, das ist ja großartig, würde ich wirklich sagen, wir schicken Sie jetzt einfach mal in sogenannte Sessions und gucken, dass wir, ja, ich würde wirklich sagen, 5 mal 5 sind 25, 30, 7. Ja, 7 finde ich ist ganz gut, und dann können Sie da in die Sessions sozusagen gehen. Sie kriegen gleich eine Einladung, das wird jetzt automatisch quasi gebracht, und wir haben es jetzt 6.28 Uhr, ich tue mal so, als wäre es 16.30 Uhr, das heißt, ich gebe Ihnen mal wirklich eine Viertelstunde, ja, wo Sie sich dann mit anderen austauschen können. Das ist jetzt ganz durcheinander gewürfelt, aber ich denke, dass das gut ist, dass Sie jetzt mal etwas machen, wo ich Sie auf jeden Fall nicht hören kann, und Sie können herrlich über mich lästern oder auch nicht, wie Sie das gerne möchten, und sich da nochmal austauschen, ob das Ganze denn jetzt heute Nachmittag was gebracht hat und was für Sie noch wichtig ist. Und wenn Sie wieder rauskommen, dann gibt es vielleicht doch ein paar Ideen, was Sie noch fragen in Bezug darauf, was vielleicht die Bücher angeht. Oder was mich halt interessiert, ist natürlich auch der Austausch mit Ihnen. Womit machen Sie gute Erfahrungen, um eben diese Mission, wie kriegen wir Kinder zum Buch, eben hinzukriegen und erfolgreich zu bestehen. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Genau. Sie können alle natürlich auch dann wieder Ihre Stummschaltung aufheben und sich auch, wenn Sie möchten, per Video zuschalten. Das ist ja ganz klar. Den Sessions zurückgekommen hoffentlich und auch nicht verschwunden in einem solchen Raum. Wollen wir die Diskussion mal starten? Sehr gerne. Halte ich für eine gute Idee. Sehr schön. Dann wäre ich mal ganz neugierig, gab es sozusagen so Tendenzen, mag jemand zum Thema, wie erreichen wir die Kids, etwas erzählen? In einem war ich kurz drin, weil Sie angefragt haben,
da habe ich schon mitbekommen, dass es darum geht, dass wir halt häufig Kinder, die sowieso schon lesen, dann auch in den Leseclubs haben, die anderen aber wieder nicht erreichen. Das ist natürlich ein spannendes Thema, was irgendwie da ist, aber ich bin auch wirklich offen für jedes, außer organisatorische Fragen, die schiebe ich heute auch Frau Dreher ab. Dafür ist sie heute da. Das machen wir gleich noch. Also ich denke, dass wir so spätestens um 5 auch nochmal eine Einführung haben, ein Stück weit in die Media Labs, aber auch eben in die Fragestellung dazu. Deshalb würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn sich jemand trauen würde, auch nochmal was zu erzählen, jetzt in den Gruppen dort nochmal ein bisschen berichtet oder vielleicht auch so eine eigenen guten Erfahrung, die schön ist, sich hier quasi nochmal zu teilen. Genau. Weiß ich nicht. Bleibt gerade sehr. Ich würde gerne eine Frage loswerden, wenn das geht. Wir haben gerade erst die Zusage gekriegt für den Leseclub, um den Leseclub zu starten, zusammen mit der Schule, Grundschule, und wir starten mit der ersten Klasse. Jetzt starten wir mitten in Corona, und mich hätte interessiert, was andere Leseclubs schon an Erfahrung gemacht haben, oder wie können wir jetzt in dieser Zeit einen Leseclub gut starten? Genau. Ja, danke für die Frage. Selbstverständlich ist es gerade in dieser Zeit ein bisschen schwieriger als gewöhnlich, einfach mal ein Angebot anzufangen. Nein, also wir haben von einigen Leseclubs auch immer Rückmeldungen. Wir sind sehr viel im Austausch mit den Leseclub-Bündnispartnerinnen und Bündnispartnern vor Ort. Und einige melden uns jetzt gerade zurück, dass sie tatsächlich langsam wieder starten können. Sie machen es meistens so, dass sie kleinere Gruppen machen als sonst. Also für gewöhnlich sind die Leseclub-Gruppen so zwischen 5 und 10 Kindern ungefähr, teilweise auch über 20, teilweise auch irgendwie knapp 5. Also es kommt immer ein bisschen auf die Zusammenstellung drauf an. Momentan ist es natürlich sinnvoller, mit einer kleineren Gruppe zu starten, einfach um die Abstandsregeln einzuhalten, die Hygienemaßnahmen einhalten zu können. Und natürlich ist es auch nicht so angenehm, mit Maske vorzulesen. Also wir empfehlen da tatsächlich zum Beispiel, gibt es ja auch die Möglichkeit, über uns Hygienematerialien über Bedside zu bestellen. Da gibt es zum Beispiel so ein Visier. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gesehen haben. Statt einer Maske, die über den Mund und über die Nase geht, ist es quasi ein frontales Visier. Das lässt ein bisschen besser zu, dass man spricht damit, und lässt sich eben auch gut desinfizieren. Also das können Sie über uns erhalten, um einfach da ein Angebot überhaupt vor Ort stattfinden lassen zu können. Natürlich ist es hier auch sinnvoll, wenn Sie mit zum Beispiel Hörspielen starten als Angebot, oder wenn Sie mit den Kindern zusammen die Kinder weit auseinandersetzen und dann zum Beispiel über einen Unilo-Zugang, den Sie auch bei uns erhalten können, wenn Sie wollen, und ein Gerät in der Schule sicherlich gibt, Beamer oder dergleichen, eben an die Wand ein Bilderbuch-Kino entstehen lassen und dann mit den Kindern das anschauen. Also da gibt es diverse Möglichkeiten. Also Schnupperangebote sind immer sinnvoll. Da muss man dann eben wirklich gucken, wie viele Kinder kommen. Und das ist tatsächlich individuell von Leseclub zu Leseclub unterschiedlich, was jetzt möglich ist vor Ort. Bei Ihnen, das wissen Sie, dass jede Schule hat ja Maßnahmen quasi oder Maßnahmenpakete. Da können Sie gerne sich einfach ein bisschen ausprobieren, rantasten. Was machen denn die Kinder auch gerne? Auch basteln ist natürlich erlaubt und möglich, wenn halt jeder quasi Abstand hält und vielleicht an einzelnen Tischen sitzt oder dergleichen. Also da ist quasi der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Das ist super. Es sind schon einige Anregungen dabei. Wir haben uns auch extra die Klappregale bestellt. Ich denke, dass wir die dann auch als Raumteile verwenden können und was weiß ich, mit einer Klarsichtwand. Ich bin der Fernseher, ihr seid das Publikum oder irgend so, wie arbeiten. Ja, oder kann ich die beinutzen. Ja, genau. Genau. Sehr schön. Okay. Natürlich kann man auch jederzeit digitale Angebote noch machen. Auch das ist momentan in den Leseclubs und Media Labs häufig so, dass man einfach mit den Jugendlichen oder mit den Kindern bzw. deren Eltern, wenn die Einverständnis vorliegt, auch solche Zoom-Meetings wie heute abhält, dass man einfach wirklich sozusagen sich trifft, wenn auch schon nicht physisch, dann aber digital und zusammen auch Vorleseangebote oder dergleichen macht. Ja, stimmt, auch gute Idee. Okay, Dankeschön. Gerne. Gibt es weitere Fragen? Super. Ich wollte eigentlich nur fragen, wie denn so die Erfahrung ist mit der... Ich will nicht sagen, der Auswahl der Kinder, aber bei den Clubs, die schon starten,
Kommen da so, ich sag mal, eine Anzahl, die man bewältigen kann? Oder sind das eher, dass man den Kindern quasi hinterherläuft? Oder ja, wenn es an einem Tag zum Beispiel viel zu viele kommen, ist das ja grundsätzlich ein offenes Angebot. Ja, wie ist halt die Erfahrung, wie wird damit umgegangen, dass man das halt, ja, da keinen quasi vor den Kopf stößt, aber wenn jetzt an einem Tag irgendwie 20 Kinder sind und man ist mit einer Person, könnte man das ja zum Beispiel gar nicht handeln. Also tendenziell, also unsere Erfahrung auch mit den Leseclubs ist, dass sich in den allermeisten Fällen nach einigen Anlauftreffen dann wirklich eine feste Gruppe auch bildet. Wie gesagt, meistens so zwischen, ich sag mal, 5 und 10 Kindern. Manchmal sind es auch ein bisschen mehr, manchmal sind es ein bisschen weniger. Hilfreich ist gerade zum Start immer, wenn man nicht alleine mit dem Angebot ist, sondern wenn man zum Beispiel noch jemanden auch von der Einrichtung vielleicht dabei hat, also einen Ehrenamtlichen, eine von der Einrichtung oder auch 2 Ehrenamtliche gemeinsam das Angebot stemmen, sodass man sich da eben gegenseitig auch unterstützt, wenn mal mehr Kinder auftauchen als geplant. Und wenn es wirklich so viele sind, dass sie momentan sagen müssen, es tut uns leid, wir dürfen nur bis zu, weiß nicht, 8 Kinder in diesem Raum reinlassen oder so, dann kann man die anderen dann ja vertrösten, denn das Angebot ist ja wöchentlich. Also man kann ja wirklich dann sagen, kommt doch nächste Woche, dann seid ihr nächste Woche dran und das eben so ein bisschen aufteilen, genau. Also grundsätzlich ist es wirklich so, dass die Leseclubs sich nach und nach wirklich eigentlich relativ feste Gruppen bilden. Obwohl es ein freies Angebot ist, kommen die Kinder meist sehr, sehr gern freiwillig regelmäßig. Der Nächste. Ja, danke. Also ich wollte bloß eine Idee geben. In der Corona-Zeit, als wir jetzt alle ins Homeoffice geschickt wurden, haben wir uns überlegt, mit unseren Freiwilligen und allen Engagierten, was wir denn so machen können für unsere Eltern und Kinder und allen, die uns besuchen, und haben den Corona-Ideenplan entwickelt quasi, der jede Woche bei uns auf der Homepage ist. Seit dieser Woche nicht mehr, weil jetzt eigentlich wieder alles öffentlich ist. Die Schulen und die Kitas haben wieder geöffnet. Es verlinkt dann mit Anhang unten drunter, was man machen kann mit Rezepte und Vorleseaktionen. Ich habe dann quasi immer Bücher vertont. Ich war dann 2 Wochen noch bei uns im Hort in der Notbetreuung gewesen. Da habe ich mit den Kindern aus der Notbetreuung dann Bücher vertont gehabt und als Video gemacht gehabt und dann da reingestellt. Und es wurde von unseren Nutzern und Nutzerinnen dankend angenommen, die ganzen Angebote, die wir gemacht haben. Also jetzt, glaube ich, 8 oder 9 Wochen haben wir das gemacht gehabt, dass da halt keine Langeweile zu Hause aufkommt bei den Eltern, Kindern, Jugendlichen, wie auch immer, als Idee. Ja, klasse. Sehr professionell sieht das aus. Ich hoffe, Sie können es alle sehen. Ich habe es mal freigegeben für alle. Ja, toll. Was ich ganz schön finde, ist, wenn man so gucken will, okay, welche Bücher macht man eigentlich sichtbar, dass man das mit Kindern auch zusammen macht. Also Bücher, die man so ein bisschen rausholt aus der Reihe und so extra hinstellen will, ne, dass man solche Dinge nicht allein entscheidet, sondern wirklich mit den Kindern irgendwie zusammen. Ich habe heute weniger erzählt dazu, was ich denn alles in so eine Vorleseaktion hineingeben kann, um halt wirklich erstmal so den Bestand zu erklären und auch zu gucken, okay, womit habe ich es zu tun und warum eigentlich? Weil viele Bücher ja doch irgendwie von dem, was wir so an Wissenskanon oder an Buchkanon haben wollen, eben etwas abweichen, aber dass das halt wirklich ganz sinnvoll ist da und dass wir mit den Büchern gute Erfahrungen machen. Und Stiftung Lesen an dieser Stelle ja auch über den Lesekompass versucht, wirklich die Lesebegeisterung über das Medium Buch zu kriegen. Genau, gibt es noch jemanden, der vielleicht was fragen möchte? Ja, ich habe eine Frage. Mhm. Ich komme von der Stadtbücherei in Ravensburg. Ich finde es immer sehr spannend, wenn es um Jungs geht, die lesen sollen. Mhm. Ich denke, wenn Jungs in einen Leseclub oder eine Bücherei kommen, dann hat man quasi schon gewonnen und die schon auf der sicheren Seite und kann sie dann eben zu weiterem Lesen animieren und eben zum Beispiel Vorschläge, wie sie auch gemacht haben, unterbreiten. Aber wie kommt man an die Jungs ran, die einfach niemals in die Bücherei gehen würden? Also für die das wirklich eine Qual ist, in der Schule eine Schullektüre lesen zu müssen, Fragen dazu zu beantworten, einen Text dazu zu schreiben. Also für die einfach das Lesen sehr negativ besetzt ist. Wie bringt man die überhaupt dazu, dass sie sagen, sie können sich es als was Schönes vorstellen, mal in eine Bücherei zu gehen? Die vielleicht schon wissen, da gibt es irgendwie Comics, aber es interessiert sie nicht besonders. Also ich denke, wenn man sie schon mal drin hat, dann hat man halb gewonnen. Aber wie macht man einen Schritt, an diese Jungs ranzukommen, die es einfach dringend nötig hätten und für die das was Tolles sein könnten, aber die sich es einfach noch nicht vorstellen können? Genau, also da ist tatsächlich eine Idee, also Büchereien sind ja jetzt sozusagen auch nochmal ne, das, was Leseclubs ja versuchen, sozusagen noch niedrigschwelliger zu gestalten, indem sie näher an der, an der Schule sozusagen sind. Ja, sie treten aus der Schule und fallen in den Leseclub sozusagen, aber was in jedem Fall, glaube ich,
eine Möglichkeit ist, über Identifikation zu gehen. Also ich finde diesen Punkt zu sagen, ich will ja ein Mann werden und Männer, coole Männer lesen. Ja, das ist quasi was, wo man gucken könnte. Und gut wäre, wenn es in Ravensburg halt einen Feuerwehrmann oder irgendeinen coolen Typen gibt, oder auch ein, von mir aus ein YouTuber oder sonst irgendjemanden, der dann die Kinder dazu bringt und sagt, ey, heute lese ich euch was Cooles vor. Das finde ich nämlich ziemlich klasse. Und über so eine Identifikation, ja, also mit könnte man mal so eine Aktion starten, wo man eben dann auch die Gruppe kriegt, die sonst Fußball spielt oder. Also ruhig mal an einen Fußballclub herantreten, vielleicht haben die jemanden oder freiwillige Feuerwehr oder was auch immer. Ja, und die reinholen und sagen, die lesen heute vor und dann hat man über diese Identifikationshelden eigentlich eine gute Chance, dass sie überhaupt erstmal erfahren, wie cool Lesen ist. Und wenn sie das von Leuten hören, die sie quasi selber schätzen und so wollen sie halt auch sein und werden, glaube ich, haben wir da eine Eintrittskarte. Also zumindest eine Chance. Mhm. Ja, ist eine gute Idee. Mhm. Ja, genau. Außerdem gibt es ja so viele verschiedene Möglichkeiten, Anregungen auch gerade Jungs nochmal zu animieren. Da kann ich auch immer empfehlen, eine Webseite, die stelle ich auch gleich mal in den Chat hinein, wo es auch konkret Bücher quasi vorgeschlagen werden, die sich sehr gut für Jungs eignen. Und es geht natürlich auch nicht nur über Bücher. Man kann auch tatsächlich die Tablets hier gut einsetzen, um einfach auch mal ein digitales Angebot mit reinzunehmen, weil eben, wie wir eben gelernt haben, Jungs lieben Technik. Zwar auch so ein bisschen klischee-mäßig klingt das, aber es ist nun mal oft. Ja, aber das sind wirklich Ergebnisse, ne? Also ja, genau. Klischee genau. Und leider eben doch auch wahr. Und ich glaube, dass es einfach gut ist, dass wir das ernst nehmen und da sozusagen auch dranbleiben. Ne? So, genau. Ja, ich hätte noch eine Frage jetzt zu dem Punkt Jungs lieben Technik. Also ich habe aus einer PISA-Studie mal rausgelesen, dass bei Jungs die Ergebnisse besser ausgefallen sind, als sie die Aufgaben der PISA-Studie digital bearbeiten konnten. Dass dann die Jungs besser abgeschnitten haben, die Mädchen wiederum ein bisschen schlechter. Ich glaube, das war sogar die letzte Studie. Sie hatten es ja vorhin auch nochmal erläutert, wie eben die Aufmerksamkeitsspanne, sobald man vor einem digitalen Gerät sitzt, einfach nicht so lange anhält und man sich nicht so gründlich mit Inhalten auseinandersetzt. Denken Sie, es wäre jetzt besser, den Jungs das Lesen im digitalen Medium zu lassen? Oder sehen Sie es nur als Umweg, um sie dann über das Digitale doch wieder an ein Papierbuch zu bringen? Es ist halt überhaupt Lesen, ne? Also als Weg zu finden. Und dann gibt es, also das wissen wir auch wirklich nochmal, Unterschiede wie lange und so weiter. Aber ich glaube, ich würde es einfach als zwei Steps, also ich glaube, wenn jemand erstmal überhaupt in den Genuss kommt, dann nachher ins Lesen, also sich an dieses Medium ranzugehen, egal ob über Tablet oder über was anderes, haben wir erstmal das erreicht, was wir erreichen wollen. Und dann ist es aber auch wirklich eine Gewohnheit. Ich denke, ja, wir, also viele aus meiner Generation, vielleicht auch aus Ihrer, ich sehe Sie ja jetzt nicht, also ich will da niemanden irgendwie älter machen oder jünger machen oder was auch immer. Aber ich weiß, dass quasi die erste Umstellung, ich lese halt auch E-Books, war schon auf jeden Fall da, weil es etwas anderes an Anforderungen da ist. Aber andere Generationen sind da durchaus auch flexibler. Ich kenne diese Studie tatsächlich nicht. Also ich werde das auch mal nachschlagen, ja, um zu gucken, was ist das für ein Effekt gewesen. Das ist ganz spannend, was Sie da gerade schreiben. Aber wie gesagt, ich kenne eher diese Studien, die eben zeigen, dass wir eben die Lesetiefe nicht erreichen über diese E-Books. Aber so würde ich das machen. Also auf jeden Fall, egal wie. Und wir haben einfach durch das E-Book oder durch diese Möglichkeiten, also auch Smartphone, ja, also auch diese Smartphone-Geschichten, finde ich, können erstmal was sein, weil das ist schon irgendwie cool. Also ja, eine Nachricht auf einmal zu bekommen und dann ist es quasi der Astronaut, der gerade auf dem Mond landete, so hat was. Also da kann man sich schon auch reinbegeben und erlebt diese Involviertheit in Geschichten und kriegt halt auch wirklich kurze Häppchen dadurch. Viel geredet, hat das trotzdem geholfen? es sind immer Anregungen dabei in jedem Satz, danke.
So, da gab es jetzt noch eine Frage im Chat. Da will gerne jemand wissen, wie wir Kinder einladen können und wie man Werbung machen kann über Zeitung, Newsletter, Flyer, Plakate und so weiter. Und wie machen das die anderen Leseclubs? Was hat sich bewährt? Welche Erfahrungen gibt es dazu? Ganz wichtig, Sie bekommen von uns ja, nachdem wir Sie bewilligt haben sozusagen, nach dem Kooperationsvertrag, wie der bei uns ist, auch ein Starterpaket. Da sind natürlich beschreibbare Plakate dabei. Entweder das da oder das da, je nachdem, welches Projekt Sie haben. Und eben auch Flyer, beziehungsweise bei den Niederelbsens Postkarten, die man kurz beschreiben kann. Und die kann man auf jeden Fall sehr gut nutzen. Ich würde sagen, das ist eins von den Themen, die ich jetzt nochmal ansprechen möchte in meiner kleinen Präsentation. Wenn es jetzt noch ganz viele andere Anregungen gibt oder andere Fragen, haben wir da natürlich auch noch Zeit. Ansonsten würde ich tatsächlich sagen, ich springe mal in die Präsentation rein. Ja, wenn jetzt keine Buhrufe erschallen, mache ich das einfach mal. Wunderbar. Genau, und dann kann ich Ihnen einfach dazu noch mal so ein bisschen was sagen. Also tatsächlich geht es mir, ich hoffe, Sie sehen jetzt alle meine Präsentation. Wunderbar. So, sehr schön. Das ist die Hauptsache. Ja. Es geht mir hier vor allem darum, ich werde jetzt ein bisschen auf die Media Labs eingehen, weil die heute so ein bisschen, ich sag mal, vorher noch nicht so dargestellt wurden, aber letztendlich trifft alles immer auf beide Projekte zu. Auf das eine mehr, auf das andere ein bisschen weniger. Deswegen nenne ich das jetzt auch mal mit unserem Logo, mit unserem Slogan der Media Labs, Stories, Apps und Du, und möchte Ihnen einfach heute nochmal ganz kurz einen Einblick geben, wie man sinnvoll das Projekt aufbaut, was man bei der Vorbereitung beachten kann, muss, wie man Angebote für die Zielgruppe macht und wie wir von der Stiftung Lesen, SL heißt Stiftung Lesen in diesem Falle, wie wir Sie da unterstützen können. Und wenn Sie da Fragen dazu haben, sehr gerne einfach im Chat erstmal stellen und ich beantworte die dann gerne auch während der Präsentation schon. Genau, ganz wichtig, die ersten Schritte sind immer Kooperationsvertrag unterschrieben, zurücksenden. Vorher können wir nichts tun, bevor wir nicht die Unterschriften haben. Dann können Sie natürlich uns die Ausstattungsabfrage zurücksenden und bekommen dann eben das, was Sie sich gewünscht haben. Sie können außerdem jetzt auch schon in Corona-Zeiten eben hoffentlich den Raum vorbereiten, sodass dann das Angebot direkt losstarten kann, wenn die Einrichtungen wieder öffnen können. Im Idealfall können Sie ja sogar schon wieder öffnen. Und natürlich können Sie sich jederzeit informieren und Angebote planen, auch mit dem gesamten Leseclub-Team, sprich auch mit den Ehrenamtlichen. Was Sie hier neben sehen, die Praxistipps für die Media Labs gibt es natürlich auch für die Leseclubs. Die bekommen Sie ja auch schon mit einer Mail, sobald wir Ihnen die Zusage erteilen. Ganz wichtig, alles, was ich Ihnen heute erzähle, ist quasi eine Kurzfassung dessen, was in diesen Praxistipps steht. Ich bitte Sie darum, nutzen Sie die. Da steht ganz, ganz viel Wichtiges drin. Und man kann sich auch tatsächlich im digitalen Format durchklicken auf das Thema, was einen interessiert und kommt direkt zur richtigen Seite. Also lassen Sie sich nicht irritieren, weil das ein bisschen umfangreicher ist sozusagen. Die Media Lab-Ausstattung. Wir haben auch hier Bücher und Zeitschriften wie bei den Leseclubs. Das kennen die Leseclubs auch. Wir haben hier aber auch mehr digitale Medien zur Verfügung. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, Kameras und Roboter zu bestellen. Wer von Ihnen einen Roboter bestellt hat, das Ganze kann am Ende so aussehen, wenn es zusammengebaut wurde, von den Jugendlichen, mit den Jugendlichen. Sie haben Hörbücher und Filme auch dabei. Sie haben zwei iPads. Da ist es ganz wichtig, dass Sie selbst die iPads einrichten. Das heißt, Sie vergeben am idealsten eine Media Lab ID, sodass Sie da eben auch einfach alle diejenigen Personen, die das Media Lab leiten, auch die Ehrenamtlichen, dann eben den Zugang haben für diese Tablets, um sie zu benutzen. Und Sie haben natürlich auch wieder viele weitere Möglichkeiten zur Auswahl. Sie können sich auch Mobiliar liefern lassen, Regale, Sofa, Sitzsäcke. Eben kam auch schon die Frage auf nach abschließbaren Geräten. Da ist zum Beispiel das fahrbare Bücherregal ist abschließbar. Das ist so ein relativ kleines, schmales, was sich wirklich gut integrieren lässt eigentlich in jede Ausstattung. Das würde ich Ihnen auf jeden Fall ans Herz legen. Nicht nur den Media Labs, auch den Leseclubs. Das ist auch sehr beliebt bei uns. Und das ist, wie gesagt, abschließbar. Da kann man alle Geräte, die wirklich wertvoll sind, die ja wirklich nicht geklaut werden sollten, da gut einschließen. Wichtig ist auch hier die Lieferzeit zu beachten. Da haben wir manchmal ein bisschen längere Fristen, gerade beim Mobiliar. Also das kann sein, dass Sie zuerst die Bücher bekommen und die Regale erst später kommen. Aber genau, ich hoffe, das ist kein Problem für Sie.
So. Aufbau und Vorbereitung des Projekts, die Ehrenamtlichen zu gewinnen, war jetzt in meiner Gruppe, in der ich mich eben ausgetauscht habe, gar nicht so das Problem. Da gab es sehr viele, die gesagt haben, gerade jetzt haben die Eltern oder die Ehrenamtlichen vor Ort irgendwie Lust und auch Zeit zu Hause, um sich da irgendwie was zu überlegen und haben wirklich schon gesagt, dass sie da gerne loslegen wollen. Ich habe Ihnen jetzt einfach noch mal ein paar geeignete Anlaufstellen aufgeführt. Falls Sie jetzt Ansprechpartner in der Einrichtung sind und nicht selbst Ehrenamtlicher, weil dann brauchen Sie natürlich nicht unbedingt jemanden neuen zu finden. Wir haben Freiwilligenzentren, Bürgerinitiativen, auch Vereine sind immer ein guter Anlaufpunkt. Wir haben ja auch zum Beispiel die Lesementoren oft in Deutschland. Auch hier haben wir mehrere Bündnisse auch mit. Und Bibliotheken, ganz klar, die Lesepatinnen und Lesepaten dieser Welt, die sind großartige Vorleserinnen und Vorleser und auch sehr gut im Leseclub einsetzbar, wenn es darum geht, aktiv auch Bastelangebote, Experimente und so weiter durchzuführen. Hoppala, falsche Richtung. So, ich habe jetzt noch keine, ich sehe noch keine Fragen. Wie gesagt, schreiben Sie gerne im Chat Ihre Fragen, ich beantworte die immer parallel. Der Aufbau und die Vorbereitung des Projekts, natürlich super, super wichtig. Das Konzept immer gemeinsam planen, im Idealfall eben schon mit den Ehrenamtlichen gemeinsam sich hinzusetzen. Wir haben auch die Möglichkeit, Teamsitzungen abzurechnen, da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Besprechen Sie zuerst mal die Aufgaben und Möglichkeiten vor Ort. Tauschen Sie sich regelmäßig auch aus, möglichst. Und wenn es auf dem Flur ist, so, wie läuft es denn bei euch? Ja, läuft gut? Ja, wunderbar. Sind alle zufrieden. Und wenn es mal nicht so gut läuft, dann eben auch aktiv einfach auf Ansprechpartner zugehen, gucken, woran liegt es, was können wir vielleicht ändern. Klar, die Unterstützung der Engagierten durch die hauptamtlichen Ansprechpartner sollte gegeben sein. Davon gehe ich auch einfach mal aus, dass das bei Ihnen vor Ort auch so ist, denn sonst engagiert man sich einfach nicht so gerne. Die Formalia sind auch sehr, sehr wichtig, dass Sie die klären. Also die Dauer und Regelmäßigkeit des Engagements, was eben der oder die Ehrenamtliche hier einbringen kann. Was gibt es für Vorerfahrungen? Eventuell das Führungszeugnis zu beantragen. Ganz wichtig hierbei ist auch, das erweiterte Führungszeugnis ist auch kostenlos zu bekommen, wenn Sie ehrenamtlich unterwegs sind. Dazu gibt es auch einen Link in unserem Praxistipps. Gerne nutzen. Genau, die Aufwandsentschädigung auch gerne nochmal erläutern und durchgehen mit den Damen und Herren, die sich da melden und sich engagieren möchten, ist auch immer hilfreich. Im Idealfall kann man eben auch schon mal überlegen, wie sprechen wir die Kinder an oder die Jugendlichen, was können wir für Angebote machen überhaupt, was interessiert uns, ja, was sind unsere Interessen, die wir gerne da reingeben möchten. Der Eröffnungstermin, das ist halt so eine Sache momentan, ist halt ein bisschen schwierig mit Eröffnung planen. Das ist natürlich kein Problem, wenn das auch irgendwie später im Jahr noch umgesetzt wird oder vielleicht auch mal digital stattfindet, wäre ja auch mal ganz spannend. Was ich vorhin schon zum Thema Vorbereitung gesagt habe, natürlich vertraut machen mit der Ausstattung vor Ort, können Sie sich jederzeit die Tablets einrichten, kann man eben im Vorfeld schon gut machen. Das sind alles so Dinge, die Sie jetzt schon quasi erledigen können, bevor die Treffen tatsächlich losgehen. Sie bekommen die Folien natürlich im Nachgang auch im Chat, also ich stelle die gleich auch nochmal in den Chat hoch und Sie können sie auch auf unserer Webseite runterladen, da zeige ich Ihnen gleich wo. Die Entschädigungen können halbjährlich abgerechnet werden. Dazu komme ich auch später noch. Das war jetzt auch eine Frage. Genau, jetzt noch eine zweite Frage, ganz wichtig. Komme ich gleich darauf zu sprechen. Genau, jetzt erstmal zu den Angeboten für die Zielgruppe. Wie kann ich denn überhaupt die Kinder und die Jugendlichen erreichen? Gerade Jugendliche von 12 bis 18 Jahren haben sehr viele auch andere Alternativangebote, die sie vielleicht auch neben dem Media Lab gerne nutzen wollen. Da ist es ganz wichtig zu wissen, wo man suchen kann oder muss. Also Social Media ist natürlich für die Jugendlichen eine sehr gute Plattform. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch mehrere Media-Lehrer, die tatsächlich eigene Instagram-Profile angelegt haben, wo zum Beispiel die Jugendlichen, die jetzt schon vor Ort auch sind, die teilweise auch betreuen und pflegen und neue Dinge hochladen und anderen Jugendlichen einfach zeigen, hier, das machen wir, damit sie einfach Lust bekommen. Man kann Schnupperangebote machen, man kann die Kooperationspartner, ganz wichtig, ihre zweiten Bündnispartner oder ersten Bündnispartner auch mit einbinden, was das Thema angeht, wie kann ich denn die Jugendlichen erreichen, wo sind die denn, hast du da Kontakte, Mundpropaganda hilft immer, direkte Ansprache und Empfehlung von anderen Jugendlichen hilft auch immer. Aktionstage der Einrichtung kann man dafür auch gut nutzen oder man kann, was ich jetzt vor kurzem auch in einem Webinar
als Idee reingegeben haben. Man könnte natürlich auch hingehen, das Tablet nehmen, die Ausstattung filmen und das Ganze so ein bisschen besprechen als eine Art Trailer und das eben über Social Media zeigen und sagen, hier, wir haben jetzt ein neues Angebot, das Media Lab kommt vorbei, ihr könnt hier die Medien nutzen und wir machen gemeinsam coole Projekte. So. Was sind denn Voraussetzungen, um die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zum regelmäßigen Kommen zu ermuntern? Ja, ganz klar, die Rahmenbedingungen perfektionieren, so gut es geht. Habe ich denn geeignete Uhrzeiten für ein Treffen ausgewählt? Sind denn die Medien und die Themen das, was die Jugendlichen auch wirklich interessiert und die Kinder? Wie weit können die jugendlichen Kinder selbst entscheiden, was gemacht wird? Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade Partizipation. Die direkte Partizipation ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Am besten fragen Sie vorab die Jugendlichen, worauf habt ihr Lust? Wollt ihr einen Film drehen? Wollt ihr ein Hörspiel aufnehmen? Wollt ihr einen Radiowerbespot? Wollt ihr stattdessen eigentlich was total Analoges machen und ein eigenes Tagebuch basteln? Also all diese Dinge sind natürlich möglich und es ist hier sehr, sehr wichtig, dass man da eben auch auf die Wünsche eingeht vor Ort, die es einfach gibt und die Jugendlichen gerade auch gerne artikulieren. Also vielleicht sogar noch mal ein bisschen stärker als Kinder. Die Gruppenbildung zu fördern hilft natürlich enorm dabei, dass man auch regelmäßig kommt. Also wenn der Freund oder die Freundin ins Projekt geht, also ins Media Lab kommt, dann gehe ich da vielleicht auch einfach mal mit. Man kann die Teilnehmenden eben auch aktiv ermuntern, dass sie ihre Freunde, Freundinnen einladen. Man kann Gruppenevents einbauen, längerfristige Projekte planen, an denen wirklich jeder irgendwie gemeinsam mitarbeiten kann. Veranstaltungen vorbereiten hilft auch immer. Also wenn sie dann zum Beispiel sagen, wir drehen jetzt gemeinsam einen kleinen Buchfilm, der irgendwie passend zu dem und dem Buch ist und dann lädt man letztendlich Freunde, Familie ein, wenn möglich. Und dann macht man so einen gemeinsamen Kinoabend. Ist natürlich auch eine schöne Idee und lockt natürlich auch, dass man da wirklich dranbleibt und was aktiv durchführt und auf Dauer sozusagen auch mit sich am Media Lab beteiligt. Genau, die freiwillige Vorbereitung von Angeboten, das mache ich jetzt ein bisschen schneller, weil unsere Zeit einfach ein bisschen abläuft. Die Mitbestimmung ist, wie gesagt, das A und O. Lassen Sie die Jugendlichen sehr, sehr gerne auch selbst entscheiden, was sie machen möchten. Nutzen Sie Inspirationsquellen. Es gibt unglaublich viele Newsletter zu dem Thema. Der Medienpädagogik Praxisblog zum Beispiel gibt einen ganz tollen Newsletter raus mit ganz vielen tollen Anregungen. Wir haben auch Webinare aufgenommen. Wir haben unsere Webseite. Wir haben, also viele haben auch eigene Kanäle, wo sie gerne gucken. Sie haben auch sicherlich ein Medienzentrum irgendwo in ihrer Nähe. Auch immer hilfreich, mal drauf zu gucken. Auch hier werden oft gute Angebote gemacht. Sich an Neues zu wagen, ist gerade im Media Lab sehr, sehr wichtig, aber auch im Leseklub. Also trauen Sie sich was Sie vorher noch nicht gemacht haben und Sie werden entdecken, die Kinder und die Jugendlichen finden das richtig cool, auch wenn mal was schief geht. Also wenn die Kinder oder die Jugendlichen dann quasi in die Rolle kommen, dass sie ihnen was erklären können, das ist das Größte. Also das motiviert enorm, weil die Kinder und Jugendlichen dann in eine ganz andere Rolle reingehen können und sich selbst eben als sehr selbstwirksam auch wahrnehmen. Längere Einarbeitungsphasen, natürlich können die Tablets von Ihnen bzw. von den Ehrenamtlichen, denen Sie vertrauen, auch mit nach Hause genommen werden in Absprache mit der Einrichtung, denn die Tablets sind ja über die Einrichtung versichert. Das heißt, das ist jetzt nur eine Empfehlung von unserer Seite. Von unserer Seite ist es kein Problem. Man muss es mit der Einrichtung vor Ort klären. Kann man das machen oder ist es eher schwierig in Ihrem Fall? Die Vorbereitung einer Aktion. Entweder Sie konzipieren selbst vorher eine Idee, testen vielleicht Apps vorher schon mal aus, laden Sie herunter. Wir haben ja auch hier für Gutscheinkarten, zum Beispiel für Apps, die ein bisschen was kosten. Und gleichzeitig ist es genauso möglich, dass Sie ins Media Lab gehen, die Jugendlichen fragen, worauf habt ihr heute Lust? Und Sie was Spontanes machen. Aber natürlich fühlt man sich gerade beim Einstieg in so ein Projekt auch sicherer, wenn man vorher was vorbereitet hat, wenn man dann eben hingehen kann, sagen kann, hier, wie wäre es, wenn wir jetzt die und die App ausprobieren? Ich habe die schon runtergeladen und das einfach mit den Jugendlichen dann zu tun. Bei Fragen hilft es immer, auch Expertinnen zu Rate zu ziehen. Gerade die Hauptamtlichen der Bündniseinrichtungen sind häufig entweder im pädagogischen oder im medialen oder in beiden Bereichen sehr bewandert und als Ehrenamtlicher oder Ehrenamtliche kann man sich da natürlich auch gut hinwenden, ganz klar. So, jetzt haben wir noch ein paar Beispiele, die ich Ihnen sehr gerne zeigen würde. Jetzt keine großen Videos oder dergleichen. Ich schaue mal, ob es funktioniert gleich.
Genau, das Media Lab in Monheim zum Beispiel, das hat jetzt hier zum Beispiel so eine Art Greenscreen-Projekt durchgeführt. Sie haben einfach wirklich ein grünes Laken genommen, das hinter das Tablet sozusagen gespannt und haben dann eben über eine spezielle App dann hier lustige Fotos machen können. Zum Beispiel Kind in der Flasche, beziehungsweise Jugendliche in der Flasche und diverse andere Dinge. Also da finden Sie auch schöne Anregungen schon. Natürlich finden Sie auch ganz wichtig, immer auf unserer Social Wall viele, viele Anregungen. Wir haben Aktionsideen für Jugendliche zusammengesammelt. Das wird auch nach wie vor weiter gepflegt. Also es kommen immer wieder neue Aktionsideen auch hinzu, was man mit den Medien vor Ort machen kann. Neu und mir auch sehr am Herzen gelegen sind auch unsere Medienempfehlungen zur Ausstattung, weil das sich natürlich direkt auf die Bücher in der Ausstattung bezieht. Also ich möchte mit Ihnen das auch ganz kurz, zeigen. Sie sollten jetzt im Idealfall unsere Webseite sehen. Wenn nicht, schreiben Sie gerne im Chat, dann muss ich nochmal was ändern. Diese kennen Sie alle schon. Sie wissen auch, wo Sie was finden können. Die Leseclubs schauen immer hier. Hier gibt es die Materialien, Weiterbildungsangebote für die Ehrenamtlichen, die Leseclub-Karte, wo was zu finden ist, wie man sich bewirbt und was ist überhaupt ein Leseclub. Wichtig ist, bei den Leseclubs gibt es auch die Mediathek, das möchte ich Ihnen kurz zeigen, wo alle unsere bisherigen Webinare aufgeführt sind. Es gibt auch ganz viele. Also wenn man hier auf mehr Anzeigen gibt, Sie sehen, wir haben schon einiges aufgenommen, auch zu verschiedensten Themen. Nachhaltigkeit im Leseclub, wie funktioniert ein Leseclub, ist auch immer interessant, nochmal sich anzuschauen. Das war ein Live-Webinar, wie Sie sehen, aus dem Studio heraus. Wir haben auch Elternarbeit, wir haben die Arbeit in heterogenen Gruppen, also ganz viele verschiedene Anregungen und Ideen, auch Kreativ-Apps schon. Und jetzt gerade aktuell sind wir ja in dieser Phase, wo wir unsere Webinare statt der Weiterbildung durchführen und das sind jetzt hier so die ersten paar, die wir hier durchgeführt haben. Also schauen Sie auch gerne hier rein, auch die Media Labs können sich da sicherlich auch zu den ein oder anderen Themen was anschauen. Bei den Media Labs ist es noch ein bisschen anders aufgebaut, wir haben hier die Workshop-Angebote für die Jugendlichen, haben Sie sicherlich auch schon gesehen, da haben Sie ja unglaublich viele Möglichkeiten, das sind jetzt nur die Überthemen, wenn Sie reingehen, dann sehen Sie, dass es einfach sehr, sehr viele Angebote gibt. Also ich glaube, es sind sogar schon 12 genau, also Video for Future, Story to Go, alles Mögliche, was halt auch für die Jugendlichen sehr spannend ist, kann man sich hier auswählen. Und Workshops sind übrigens auch ein sehr gutes Angebot vorab, wenn Sie Jugendliche zum ersten Mal so ein bisschen catchen wollen. Wichtig ist hier, man sollte schon feste Anmeldungen haben, damit der Referent oder die Referentin nicht direkt zu Ihnen ins Media Lab kommt und dann kommt kein Jugendlicher irgendwie. Das wäre sehr schade und traurig und das ist uns zwar noch nie passiert, aber ich sage es gerne nochmal dazu. Die Aktionsideen für die Jugendlichen sehen Sie hier, da kann man sich wirklich durchklicken. Auch hier, diese Aktionsideen sind auch aufgedröselt sozusagen nach den Formaten, in die wir auch die Workshops eingeteilt haben, also Audio, Bild, Film, Geschichten erfinden und erzählen, Geschichten und Bücher gestalten und Sie können hier quasi einmal durchklicken. Und die Jugendlichen können auch einfach dann so in eine Idee reingehen und sehen dann direkt, was brauchen wir dafür für diese Anregung sozusagen, wie machen wir das Ganze und dann immer noch auch mal so ein paar Ideen, was man drumherum noch weiteres machen kann. Also das sind tatsächlich aktive Aktionsideen, die man direkt im Media Lab anwenden kann. Hier sind die Medienempfehlungen. Wie gesagt, das sind jetzt erst die ersten zwei erschienen. Aber auch hier ganz toll, Sie klicken es einfach an und es lädt sich ein PDF runter, das sich eben genau mit diesem Thema beschäftigt. Genau, also das zeige ich Ihnen, brauche ich Ihnen jetzt nicht extra nochmal zu zeigen, das können Sie sich gerne selbst anschauen. Und deswegen hüpfe ich jetzt auch wieder zurück in meine Präsentation. Klasse, danke. So, genau, wie unterstützen wir Sie denn jetzt? Eigentlich wissen Sie das ja schon, ich wollte es einfach nochmal aufdröseln. Wir haben regelmäßige Präsenzveranstaltungen, eigentlich. In diesem Frühjahr haben wir 27 davon absagen müssen, das natürlich sehr hart war für uns, beziehungsweise für mich, weil ich sie veranstalten wollte. Aber genau, deswegen haben wir, wie gesagt, momentan Webinare. Wir werden auch weiterhin Webinare veranstalten. Jetzt erstmal die Sommerferienpause nicht, aber dann letztendlich perspektivisch im Herbst wieder. Und die Abrechnung einer Aufwandsentschädigung für die Ehrenamtlichen für 5 Euro. Da habe ich jetzt nochmal aufgedröselt, was können Sie abrechnen? Die Ehrenamtlichen können die Betreuungszeit im Media Lab bzw. im Leseclub abrechnen. Also das heißt, es ist ja ein wöchentliches Angebot im Media Lab, 2 wöchentliche Angebote im Leseclub.
Man führt immer eine Anwesenheitsliste. Das ist alles auch eben in diesen Praxistipps zu finden. Die Vorlagen finden Sie auch online, Sie finden sie in den Praxistipps, Sie finden sie überall. Das ist auch ganz, ganz wichtig für uns, dass Sie eben nachhalten, wer kommt denn da ins Media Lab oder in den Leseclub und dass wir auch einfach so ein bisschen sehen, was wird denn da gemacht. Also es geht uns wirklich nicht darum, wir sind neugierig, was Sie tun, selbstverständlich. Es geht uns aber nicht darum, hier zu kontrollieren in dem Sinne, sondern wir müssen es einfach nachhalten, weil es ist ein öffentlich gefördertes Programm. Das heißt, was Sie tun, ist letztendlich ja, kann sozusagen nachgeprüft werden über den Projektträger, damit der eben sieht, okay, Frau Meier hat jetzt irgendwie ein wöchentliches Angebot betreut über so und so viele Wochen, kann dafür eben 5 € pro Woche anrechnen, beziehungsweise je nachdem, wie viele Stunden, wenn es ein zweistündiges Angebot ist, kann sie eben auch 10 Stunden pro Woche anrechnen. Sie kann zusätzlich dazu auch eine Vorbereitungszeit, 1 Stunde pro Woche zusätzlich anrechnen, wären dann also zum Beispiel 15 € schon mal. Und die Teamsitzungen können wir eben auch anrechnen lassen, wenn Sie sich mit den Ehrenamtlichen und den Ansprechpartnern der Leseclubs dann von den Bündnispartnern vor Ort eben auch treffen im Jahr, dann können Sie das auch festhalten in der extra Anwesenheitsliste für die Teamsitzungen. Und auch das können wir dann eben mit 5 € die Stunde in Aufwandsentschädigung auszahlen. Das heißt, bei den Leseclubs kommt man dann so circa auf, ich sag mal, wenn man viele Angebote macht, eben auf etwa 400 € im halben Jahr. Und bei den Media Labs meist ein bisschen weniger, weil es eben ein wöchentliches Angebot ist, was betreut wird. Genau. Auf Wunsch können auch Ehrenamtliche unsere Projektinformationen per Mail erhalten für Media Labs oder Leseclubs. Da gibt es ein notwendiges Formular zu, damit wir eben Ihre Kontaktdaten bei uns speichern dürfen und Ihnen das zusenden dürfen, brauchen wir eben von Ihnen die Bestätigung und die Unterschrift. Das zeige ich Ihnen gleich nochmal, wo Sie das auf der Webseite finden können auch. Wir haben ganz viele Webinarangebote, habe ich eben schon gesagt, normalerweise aus dem Studio heraus. Momentan machen wir es wie heute mit Sandra, einfach mal aus dem Wohnzimmer oder eben aus dem Büro, was ja auch in Ordnung ist und auch funktioniert, wie man sieht. Und Sie haben, wie gesagt, in den Media Labs auch die Möglichkeit, Jugendlichen die Workshops zu ermöglichen, indem Sie die einfach buchen über ein Buchungsformular, was Sie eben auf unserer Webseite finden. Und dann schicken wir sozusagen unsere externen Referentinnen und Referenten los in die Einrichtung. Und das werden dann so halb- bis zweitägige Formate sein, die man dann eben umsetzt zu allen möglichen Themen, die Sie sich, wie gesagt, auf unserer Webseite gut anschauen können. So, ich glaube, ich bin sogar durch. Fast. Genau, das habe ich gerade schon gesagt. Halb- bis zweitägige Formate. Genau, da ist jetzt einfach nicht weiter geklickt. Genau. In begrenzten und begründeten Einzelfällen, ich betone das nochmal, kann die Stiftung Lesen auch Alternativen zur Ausstattung zur Verfügung stellen. Das ist selten der Fall. Gerade beim Media Lab ist es so, dass manchmal eben auch Projekte geplant sind über einen längeren Zeitraum, wo man zum Beispiel, ich sag mal, jetzt nur als Beispiel angeführt, ein Mikrofon benötigt, was irgendwie tragbar ist, dass man irgendwie an der Kleidung befestigen kann. Ein Ansteckmikrofon zum Beispiel. Und dann können Sie gerne auf uns zukommen und dann schauen wir, ob das möglich ist, das zu ermöglichen. Ich kann Ihnen das natürlich nicht immer ermöglichen. Das geht einfach nicht, einfach aufgrund der Größe dieses Netzwerks, das wir schon aufgebaut haben. Wir versuchen aber da wirklich immer unser Möglichstes, dass Sie im Leseclub und Media Lab sich einfach auch wohlfühlen und auch gut mit den Kindern arbeiten können. Aber ich denke, wir haben auch in der Ausstattung das Allermeiste drin, was man eigentlich gut nutzen kann. So, damit wäre ich einmal durch. Ich habe jetzt bisher außer den Aufwandsentschädigungen keine Fragen mehr gesehen. Ich gehe jetzt auch ganz kurz nochmal bei uns in die Webseite rein und zeige Ihnen, wo Sie die Materialien finden. So, Sie sehen jetzt noch die Medienempfehlung von den Media Labs. Wenn Sie die Materialien suchen, finden Sie die hier, entweder bei den Media Labs oder hier bei den Leseclubs. Ich gehe mal bei den Leseclubs kurz rein. Da finden Sie auch alle Projektinformationen nochmal zum Nachlesen. Da können Sie draufklicken und sehen dann auch nochmal die Projektinformationen. Das heißt, auch alle Ehrenamtlichen haben Zugang. Nur manche mögen es einfach lieber, wenn man sie direkt auch anschreibt per Mail. So. Hier zum Beispiel finden Sie den Download-Bereich. Da haben Sie die Bewerbungsunterlagen. Sie haben die Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit, also unsere Logos, wenn Sie zum Beispiel selbst Flyer erstellen möchten oder dergleichen. Presseeinladung, Pressemitteilungsmuster. Wichtige Vorlagen sind hier zum Beispiel der Jahresbericht. Gut, den können Sie jetzt ignorieren, brauchen Sie natürlich nicht mehr. Aber hier ganz wichtig, die Vorlage zur Abrechnung einer Aufwandsentschädigung, die Hinweise hierzu, auch ganz wichtig, bitte vorher durchlesen.
sind eigentlich alles, was wichtig ist zu wissen, ist darin gesammelt. Dann eben die Vorlagen der Anwesenheitslisten, auch für die Teamsitzung und hier das Aufnahmeblatt für neue ehrenamtliche Betreuer und BetreuerInnen, wenn man uns eben, wie gesagt, wenn die Ehrenamtlichen mit einverstanden sind, dass wir sie auch per Mail anschreiben dürfen. So, Webinarunterlagen. Sie sehen, ich habe hier auch schon die Teilnahmebestätigung für heute hinzugefügt. Sie haben es ja jetzt auch fast geschafft sozusagen, sind jetzt fast durch. Und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und für die lange Aufmerksamkeit vor allem. Dieselben Materialien finden Sie übrigens auch bei den Media Labs, selbstverständlich. Auch hier sind die Webinarunterlagen zu finden. Ja, ich schalte jetzt wieder um, beziehungsweise stoppe jetzt wieder die Freigabe. Ah, es gibt noch eine Frage, sehe ich gerade, von Frau Desser. Wie oft kann ich denn Bücher nachbestellen? Genau. Genau. Bücher nachbestellen geht auch immer über die Nachausstattung. Deswegen machen wir die vor allem. Also wir schauen jährlich immer nochmal nach in den neuen oder neu erscheinenden Verlagsvorschauen, was denn interessant sein könnte, stellen dann passende Buchpakete zusammen für Sie, thematische Buchpakete, auch kleinere, so dass Sie sich eben aussuchen können, Thema Mehrsprachigkeit zum Beispiel, okay, das ist mein Thema, das ist mein thematisches Buchpaket, das wähle ich aus und man erhält quasi einmal pro Jahr eben diese Nachausstattung, meist Richtung Herbst hin, genau. Ja, so, das war jetzt sozusagen die letzte Frage. Liebe Sandra, ich übergebe dir das Abschlusswort. Ich habe jetzt ja genug gesprochen. Ja, gerne. Ja, ja vielen Dank für das letzte Wort, was ich jetzt haben darf. Ja, ich hoffe, dass das quasi ein bisschen in diesem Verbund von organisatorischem und auch inhaltlichem jetzt für Sie dabei ist. Gerne, würde ich mich jetzt freuen, wenn wir nochmal eine Reaktion, also es gibt lustigerweise wirklich nur den Daumen oder das Klatschen, aber Sie können natürlich uns auch voten, indem Sie dann gar nichts machen. Ne? Das wäre dann noch eine Möglichkeit, aber ansonsten würde ich mich freuen, wenn Sie uns noch mal kurz eine Rückmeldung geben und ich denke, dass wir dann auch noch einen Augenblick drin bleiben. Also falls jemand vielleicht noch eine andere Frage hat und sich jetzt im großen Forum nicht traut, einen Augenblick bleiben wir noch dabei. Und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und dass wir bald wieder zurückkommen, jetzt in die Corona-freie Zeit, also in eine, wo wir uns auch wieder begegnen können. Und vielen Dank für Ihr Dabeibleiben, Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht und hoffentlich und irgendwie bis bestimmt mal ganz bald.